So. Was ist denn mit Feuer euch? Einstellen, hallo! Seid ihr komplett behindert? Feuer einstellen! Hände hinter den Kopf! Feuer einstellen! Die Hände hinter den Kopf! Die Hände! Ja, Krishna! Alter, die feuern hier wo bist du? Mit MP5 in Menschenmengen, Merino. Wo bist du? Ich, ja, ich bin vom PD. Danke. Dann siehst du das Ganze. Die nehmen jetzt die Hände. Achso, also, das ist ja gerade. Was ist, geht denn jetzt? Ja, wie läuft? Die Hände hinter den Kopf. Er hat das Emoji. Das sind so viele Löcher. Nee, sorry, aber. So. Jetzt, die hier nichts zu suchen haben. Platzverweis, Abfahrt. Arsch, ich verpiss mich ja nicht. Wollt ihr den Mann die Leine nehmen, Geier? Wir sind festgenommen. Widerstand gegen Verzeihungsbeamte. Wenn es so wieder drauf ist, gehe ich da besser jetzt nicht hin. Guten Tag, Herr Merino. Guten Tag, Herr Moretto. Hallo, Herr Krishna. Ich hab auch keinen Überblick mehr. Hier ist auf einmal mit zwei MP5 mit einer Menschenmenge rumgeballert worden. Ja. Ihr habt ein bisschen Papierkram. Haben Sie hier gerade was zu erledigen? Sonst Abwart. Platzverweis. Ja, ich hab hier gerade was zu erledigen. Was haben Sie hier zu erledigen? Haben Sie ein polizeiliches Anliegen? Vielleicht habe ich gleich eins, ja. Abmarsch. Ich warte noch auf den Erklärung. Platzverweis, verziehen Sie sich. Jetzt. Ich auch. Ganz toll. Alle, die hier gerade nicht zu suchen haben, hier ist gerade eine Sperrzone. Ey, Krishna, wenn ich dem jetzt ins Gesicht schlage, was passiert dann? Nee, lass lieber, wir gehen jetzt erstmal. Ja, ich. Krishna, ich melde mich. Bitte einmal. Genau, Merino, ich kümmere mich. Mir ist das, sage ich, unübersichtlich. Wenn Sie aber ein Gespräch mit Herr Grizzly haben. Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Sie sehen es ja selber, Herr Merino. Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Was ist hier los? Sie selber, also. Nice. Rabe, was ist hier los? Ja, hoffentlich wird er auch gekümmert. 7 Leute beruhigt sich gerade, soweit ich das sehen kann. 7 Leute von uns, von denen stehen noch 2 bis 3 hier, die sich nicht entfernen. Wir Aber und ich, die, die einzige Partei, die geschossen hat, waren wir. Aua. Du hast Scharfschultern. Bitte? Tja, dann. Scharfschultern. Wir haben einen neuen das in unserem Kreis, wie es hat. Revive hat heute gesubbt. Bin immer noch begeistert. Geht. Man anders regeln können. Ja, muss ich auch sagen. Ich glaube nicht, dass wir uns vor dem PD verprügeln lassen müssen, ja. Oder? Darf das ich einmal auf ein Wort oder ist schlecht? Ich verstehe nichts, weil alles so laut ist, Mann! So, ich dachte, er meint mich, ich schreie nicht. Es ist auch kommen Sie einmal kurz mit, Herr Rabe. Gibt es Arbeit? Da. Ja. Können Sie mir erklären, was jetzt hier gerade abgelaufen ist? Die Herren wollen ihre Fahrzeuge wieder, die sie nicht bekommen, weil die erstmal bei der Spurensicherung sind. Warum sind die bei der Spurensicherung? Weil die in eine Schießerei verwickelt waren, bei dem Officer auch angeschossen, erschossen, ins Krankenhaus befördert wurde. Das heißt, die sind erstmal 24 Stunden von uns blockiert, weil die durch die Spurensicherung gehen. Okay. Die ganze Sache hat sich dann eskaliert, weil die anscheinend nicht gut mit dem Herrn Phoenix können. Der Herr Phoenix hat ihnen Platzverweis ausgesprochen. Versucht die da gerade die Leute zu reanimieren, die von der MP umgemeldet wurden. Auf jeden Fall, die haben die rausbegleitet, die haben daraufhin angefangen, auf die Kollegen einzuprügeln, die sich daraufhin mit scharfer Munition gewehrt haben. Das ist, möge alles sein, aber Herr Krishna erzählte mir, dass die Fahrzeuge hier vor Ort beschlagnahmt wurden. So, und die sehen gerade, was da aufmarschiert. Es wurde eine Parkverbotszone ausgerufen. Ja. Und es wurde von mir und vom Herrn Phoenix 4-mal angekündigt, dass alle Fahrzeuge, die jetzt nicht hier weg sind, kostenpflichtig abgeschleppt werden. Guten Tag. Daraufhin wurde angefangen, die Fahrzeuge abzuschleppen, die hier vorm PD standen. Ja, okay. Aber nicht zu beschlagnahmen.
nicht zu beschlagnahmen. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt mal Bescheid, bin ich erstmal informiert. Alle Leute von West Security, bitte einmal den Platz räumen, es ist gerade eine Sperrzone. Ja, das haben wir erst jetzt gesehen. Ja, ist ja in Ordnung, deswegen sage ich. Ich weiß nicht, ob sie schon Informationen haben oder. Klar. Keine Ahnung, will ich auch nicht erstmal. Ja. Krishna? Ja. Kannst du einmal auf dem Wort? Ja, sicher, Moment. Damon? Das ist schon cool, ne? Boah, Alter, was war denn hier los? Geht halt darum, es ist die Hauptsparte und das sind halt dann die verschiedenen Unternehmen. Ich hab Kopfschmerzen. Aber warte, oder? Ach nee, Geier wurde, ich hab... oder? Bitte? Nee, Marino wurde. Ja, ich wurde, Krishna. Ja, merke ich gerade. Folgendes, die Fahrzeuge, die beschlagnahmt wurden, wurden aber nicht hier vom PD beschlagnahmt. Nee, das ist wohl richtig. Ich hab, aber das ist gerade für mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, was du anspielst. Muss definitiv geklärt werden. Ja. Nein, aber die Fahrzeuge sind beschlagnahmt worden, weil die die sind oben wohl in einer Schießerei verwickelt worden. Deswegen sind sie beschlagnahmt worden. Ja, gut, das hat er noch nicht geschildert. Gut, das ist also der Grund. Und das hier ist gerade so eskaliert. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin angekommen und es wurde scharf geschossen. Ja, einfach in die Menschenmenge rein, wie du gesehen hast. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ein komisches Verhalten. Aber okay, Rabe sagte wohl, die Leute sind rausgegangen und die Polizisten haben auf die, andersrum, die Personen, die außerhalb des PDs standen, haben auf die Polizisten eingeschlagen. Daraufhin haben sich Es ist provokant schon vorgestanden, dass der ein, ich weiß auf Namen nicht, das war jetzt ein Mitglied von den Roten, der ist raus. Ja. Ist sogar unten wohl etwas eskaliert, sodass er von den Roten handgreiflich wurde. Ja. Hätte man aber definitiv anders lösen können, als wenn man hier auf einmal mit 3 MP5 steht oder 2 und in die Menschenmenge ballert. Das ist also, so richtig. Beide Seiten ein bisschen missglückt, okay. War von beiden Seiten mit Sicherheit nicht korrekt, aber hier mit MP5 zu ballern, entschuldige. Das muss nicht sein. Nein, völlig richtig, alles voll nachvollziehbar. Kann ich nachvollziehen. Also das geht auf beide Konten. Ich sage jetzt hier nicht, dass die Zivilisten hier gerade die unschuldigen Lämmer waren, auf keinen Fall. Mhm. Aber das war eine Nummer zu heftig, finde ich. Aber das war es definitiv. Zumal wir gucken müssen, wer hier die Schussfreigabe erteilt hat. Weil ich sag dir klipp und klar, ist Bedrohung, alles gut und schön, dann benutze ich Taser. 66 hört. Bist du im Taxifunk oder was? Wieso bist du im Taxifunk? Weil wir Taxifahrer sind. Ja, ich nehme die. Ich komme auch gleich in Dienst. Ich muss gerade mal schlucken erstmal. Ja, alles gut. Ich war im Dienst, bin dann hier hingefahren einfach so und dann... Ist es hier völlig ausgerastet. Ja. Okay. Gut. Ich melde mich, wenn ich was raus habe. Warum, wieso, weshalb? Ja, wäre super, wenn du mich und Herr Moerto da definitiv auf dem Laufenden hältst. Ja, wir werden mach das ich. Ganze ja heute Abend wahrscheinlich nicht mehr, weil das müssen wir erstmal verdauen. Ja, verdaut es. Im Laufe des Morgentages alles mal verarbeiten. Hab ich mir auch gerade gedacht. Und ich hab kurz umgehört. Mein müssen. Officer steht ganz weit jetzt oben auf meiner Liste, da werde ich definitiv was gegen an. Geht gar nicht. Welcher Officer war? Nein, das? Officer Phoenix auf jeden Fall. Der Phoenix, okay. Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann gucke ich mal. Gut, dann ich danke dir auf alle Fälle. Den Rest versuchen wir auch nochmal zu füllen und wenn du auch mehr weißt, Marino, wäre super, wenn du da uns auf dem Laufenden hältst. Ja, ich gucke, was ich machen kann. Ja? Super. Okay, wunderbar. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Ja, erstmal. Ja, ich werde jetzt hier auch, glaube ich, erstmal entfernen einfach. Ja, das weiß ich nicht. Doch, Anwalt darf er sein, glaube ich. Hallo? Ja, Herr B. Mirino. Sie waren auch vom PD, ne? Ich stehe vom PD, im PD, genau richtig. Ja, perfekt, ich bin auch da. Okay, wunderbar. Warum lagen da zwei meiner Leute? Die machen, wenn die wieder auf den Beinen sind. Ja, mag ja alles sein. Ja, da ist der Merino. Herr B., seit wann tragen Sie Mütze? Seit 2-3 Tagen. Okay. Hier ist viel zu viel los. Hier muss echt war viel weg. Erschrocken. Ja, was kann ich für Sie tun? Müssen wir unter 4 Augen oder? Ja, wäre besser. Okay, gut. Charming, ich sag's schon mal. Ich danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen bei mir. Herzlich willkommen bei Sam. Sei gegrüßt. Ihr habt da unten einen Häftling sitzen. Der hat 25 Mal Beleidigung, Widerstand gegen Versteckungsbeamte und so weiter und Entzug polizeilicher Maßnahmen und Körperverletzung. Da wird ein Staatsanwalt benötigt. Okay, aber 25 Mal Beleidigung hat er definitiv nicht. Doch, so wie er mir. Ihr könnt keine Beleidigung mehrfach an. Das funktioniert nicht.
wenn er einmal die Person, einmal sozusagen beleidigende Worte und die mehrfach wiederholt, wie auch immer, geht das nicht, dass die 25 Mal angerechnet werden. Er hat ein breit gefächertes Vokabular. Ja, da waren Wörter dabei, die habe ich selber noch nicht gehört. Okay, ich soll, schick's mir mal kurz, geben Sie mir mal einmal bitte kurz die ganzen Anklagepunkte, ja, ich guck da einmal kurz drüber. Das Problem ist, dass was hier gerade abgelaufen ist, ist sehr, sehr merkwürdig. Auch für das Verhalten des LSPD, sodass ich jetzt mir gerade eigentlich mehr Gedanken mache, was passiert denn in der nächsten Zeit. Okay, ich warte einmal kurz. Ich muss einmal kurz telefonieren. Ich kläre was ab. Wir können das nicht 25 Mal werten. Hast du 25 Mal mitgezählt? Ja, 25 Mal. Es waren vielleicht ein paar Sachen doppelt dabei, aber... Reno. Ja, Frau Kalle, sorry für die Störung. Ich stehe gerade am PD, hier ist Land unter. Ja, ich weiß. Wahnsinnig, wahnsinnig schlimm. Ich habe jetzt den Herrn Bell vor mir stehen, der hat eine Person unten in der Zelle, die da rechnet er 25 Mal Beleidigung an. Naja. Wir reduzieren das runter auf einmal dementsprechend und dann soll er es sozusagen vollziehen, ja? Ja. Gut, okay. Wir sprechen gleich. Sorry, ich bin hier gerade mitten reingekommen, als das eskaliert ist. Ja, dann rufen Sie bitte an, weil ich mache jetzt Feierabend. Ich muss noch Koffer packen. Okay, gut, dann melde ich mich. Also gleich. Einfach anrufen und dann komme ich. Gut, wunderbar, weiß ich Bescheid. Ich danke. Ciao. Jo, passen Sie auf sich auf. Ja, ne? Danke. Ciao. Ja, tschüss. Einmal runterrechnen, bitte. Das heißt. Auf einmal. Egal wie oft der mich. Ja, wie oft er sie beleidigt, dementsprechend. Wir können die Strafe sehr gerne hochsetzen, sozusagen. Das heißt also automatisch die Bußgeld höher setzen, weil es ein besonders schwerer Fall ist, beziehungsweise besonders schwer die Beleidigungen gefallen sind, aber wir können nicht 25 Mal das. Okay, und den Herrn Phoenix hat er ja auch noch beleidigt. Ist das dann trotzdem eins oder? Dann macht es von mir aus zweimal gegen zwei Personen. Habe ich kein Problem mit. Damit, das kann ich noch unterstützen, aber okay. 25 Mal kann ich ja, absolut. Alles gut, ja. Braucht ihr mich dann gerade noch? Alter Schwede. Sie schießen mit einer MP5. Dann lasse ich dann nochmal das auf Sie zukommen. Ja. Sie in Abschaum. Okay, ist natürlich trotzdem schon noch eine ganze Härte. Das wird aber eine harte Diskussion, sage ich jetzt gleich. Ja, der hat auch schon nach dem Herrn Krishna verlangt. Ja, das ist mir mehr bewusst. Krishna ist da nur da. Ich rede einmal kurz mit dem Kempel. Warten Sie einmal kurz, bitte. Ja, können Sie mal. Weil drei Leute auf eine Person losgegangen sind. Ah, okay. Deswegen muss man auf jeden Fall mit der MP5 direkt agieren. Ich verstehe. Okay, ja, was hätten Sie denn gemacht in der Situation? Sich Sie haben vielleicht einen Taser? Schlagen lassen? Was damit? Tasern. Sollen wir drei auf einmal tasern mit einem Taser? Ich gehe auch definitiv davon aus, dass das PD heute Probleme kriegt. Wahnsinnige Probleme. Also sehen Sie das komplett als Fehlentscheidung, ja? Ja. Weil Sie so unschuldig sind komplett und noch nie was gemacht haben. Na, jedenfalls nicht Leute umgebracht. Nein, noch nie. Das Syndikat war noch nie in irgendwelchen Schießereien mit der Polizei. Syndikat bin ich nicht mal, tut mir leid, aber sehen Sie meine Fliege? Ja. Ja, das ist was eine ganz anderes. Was sind Sie denn? The Unknowns. Ah, die waren ja auch noch nie auffällig. Ja, tut mir leid, ich vielleicht dann nicht dabei. So, außerdem, die Blatz haben sich schon genug geleistet und das Syndikat genauso. Ja, was und wenn ist man mit dem Blatz? Ja. Wenn man mit bin ich Platz, sag mal, Sie schweifen hier total vom Thema ab. Ich schweife hier gar nicht vom Thema ab. Ja, natürlich. Nee, ich glaube nicht. Sie hauen hier Gruppierungen raus, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Das hat ja auch nichts mit Ihnen. Ich rede da, ich rede gerade darüber, dass gerade drei Leute meinen Kollegen, der hier in der Tür steht, gerade angegriffen haben. So, da haben Sie vielleicht nicht direkt was mit zu tun oder Ihre Gruppierung, aber es geht darum, dass ich das als Abschaum werte, wenn drei Leute auf eine Person einprügeln. Na denn. Und das ist meine persönliche Meinung. Gehen Sie mal bitte kurz zu meinem Kollegen Rabe, der hier vorne vorm Tresen steht. Und wenn Sie was dagegen haben, dann können Sie sich gerne irgendwo beschweren. Aber sehen Sie das vernünftig als vernünftig an, dass drei Leute auf eine Person losgehen? Sagen Sie es mir. Nein, natürlich nicht, aber man muss natürlich auch nicht direkt eine Waffe auspacken, ne? Ach so,
Das nächste Mal lassen wir uns verprügeln. Danke. Ich werde es ansprechen bei einer Besprechung. Dankeschön, dass Sie uns geholfen haben. Echt. Es ist auf jeden Fall besser, 10 Leute umzubringen. Ich verstehe schon. Ist okay. Genau. Herr Kempel. Ich hasse Menschen, ja. Wenn Sie Menschen hassen, haben Sie den falschen Beruf, Herr Kempel. Nö, ich darf den ja auch gelegentlich mal. Egal. Also, bitte. Was kann ich für Sie tun? Herr Kempel, wollen wir einmal kurz uns zurückziehen, irgendwo hin? Oh Gott. Ja, wir wohl alle Tee. Ja, wollen wir ins Büro gehen? Ja, oder? Können wir auch machen, gerne. Aha. Was gibt's? Es gibt zwei Sachen. Das ist, erste Sache ist, what the fuck ist gerade da draußen passiert? Nein, ich möchte jetzt einfach nur von Ihnen hören, was Ihnen gemeldet wurde. Ich habe auch schon was gehört, deswegen möchte ich es einfach also nur... Also drei Leute, Blatz und Syndikat, beziehungsweise diese roten Fliegen, also die Unknown, ja. Sind wohl auf den Kollegen Phoenix losgegangen. Mhm. So, mit den Fäusten. Ja. So, Herr Phoenix hat sich denn mit einer Scharfwaffe gewehrt, weil Sie wissen, dass, wie das mit den Tasern ist. Und Sie wissen auch, dass... ne? Alles verständlich, nur, so, ja. Und es ist wohl, ja, wie man das kennt, haben wir denn angeblich die Leute reingezogen. Aber ich kann mir gut vorstellen, ich war auch nicht vor Ort, ich kann mir gut vorstellen, dass denn die ganzen Kollegen von den Herren ankamen und dann Stress geschoben haben. Mhm. So, und jetzt wird uns gesagt, dass wir irgendwelche Kollegen reingezogen und 10 Leute getötet haben. Ganz ehrlich, von mir aus, Herr Merino? Ja. Ja, oh mein Gott, ich bin ein bisschen stolz. Herr Merino, von mir aus... Wäre es mir lieb, wenn wir die alle um die Ecke bringen. Aber das ist meine persönliche Meinung. So, und deshalb nenne ich das auch Abschaum. Wenn man alleine auf jemanden losgeht, dann hätten wir einen Taser benutzt. Dann kann ich das vollkommen verstehen. Aber wenn man zu dritt auf jemanden losgeht, dann kann ich verstehen, dass der Officer in dem Fall die scharfe Waffe zieht. Kann ich verstehen. Alles, alles okay. Aber A, voll in die Menschenmenge rein. Was? Der Herr, oder wer immer auch geschossen hat draußen, die haben... ohne Wenn und Aber in die Menschenmenge reingeschossen. Ich stand daneben. Echt? Da unten standen nicht nur drei Leute, sondern es wurde in die Menschenmenge reingezielt. Und das kann ich bezeugen. Das kann Krishna bezeugen. Muerto stand daneben. Danke. Und deswegen kann ich auch gerade verstehen, dass die Leute so aufgebracht sind. Ja, dann kann ich das auch verstehen. Dann muss ich mich ganz schnell über dem entschuldigen. Nee, dann verstehe ich sie natürlich vollkommen. Dann tut es mir leid, dass ich das geäußert habe. Ja. Also mein Stand war, dass drei Personen auf den Herrn losgegangen sind. Und dann... wie gesagt, der Officer sich gegen die Herren gewehrt haben. Aber okay. Ich wurde gerade aufgeklärt. Wie gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Dann war ja, das nicht korrekt, gut. Was ich geäußert habe. Dann ja, habe ich richtig. Da zu früh gehandelt. Ja, genau. Das haben sie auf jeden Fall. Gut. Dann aber alles okay. Nee, in dem Fall finde ich das nicht okay, weil wenn das wirklich so war, wie mir gerade erklärt wurde, muss ich da ein bisschen was regeln. Ja, das stimmt. Ja, okay. Gut, wie gesagt, es tut mir sehr leid. Alles okay. Und wenn da Freunde von Ihnen bei waren, dann tut es mir ja, das sehr leid. Dann kann ich es erst recht verstehen. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie Bescheid. Ich muss noch mit dem Merino zu Ende reden. Ja. Miles, ich weiß, dass Herr Phoenix daran beteiligt war. Ich weiß. Das ist das zweite Mal, dass ich heute höre, dass Phoenix überreagiert. Ich nenne es jetzt einfach mal überreagiert. Also wenn er das mit dem ich gerade kannst du von Anfang an bitte erzählen, was passiert ist. Mein Stand war es, drei Leute haben auf Phoenix eingeprügelt und er hat scharf geschossen. Folgendes, ich bin angekommen. Auf drei Personen hat er geschossen. Ich bin angekommen, da war hier definitiv Tovavo, es war voll hier, es waren viele Leute da. Alles verständlich. Das Problem ist, dass es wohl vorhin eine Schießerei gab, welche geendet ist, dass einige Kollegen ins Krankenhaus gekommen sind. Da hat man Fahrzeuge beschlagnahmt und so weiter und so fort. Der Herr Krishna wollte, dass die Fahrzeuge freigegeben werden. Die Leute wollten, dass die Fahrzeuge freigegeben werden. Den Leuten wurde erklärt,
dass die Fahrzeuge nicht rausgegeben werden können, da sie zurzeit noch in der Spurensicherung sind. Alles schön und gut, habe ich Krishna erklärt, dass das so halt ist, vorgangsweise, und so weiter. Das Problem ist, dass hier immer mehr Leute wurden, es wurden immer mehr Fahrzeuge abgeschleppt, die Situation drehte oder versuchte oder kippte im Endeffekt. In dem Fall, dass Herr Phoenix meines Erachtens eine sehr, sehr merkwürdige persönliche Haltung hat gegenüber anderen Personen. Ich finde die sehr, sehr fragwürdig. Kann er quasi beiwohnen? Oder? Warte, einmal kurz. Ja, er kann natürlich beiwohnen. Krishna, kann ich dich gleich zurückrufen? Ja, aber wir brauchen wahrscheinlich gleich Richter und Staatsanwalt. Ich ist mir bewusst. Ich guck mal, was ich machen kann, ja? Ja, bin gleich da. Die Polizei werden wir jetzt in dem Fall mit Sicherheit nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Nein, völlig verständlich. Ich hole alle Richter, die ich habe. Aber ich bin der einzige Staatsanwalt. Gut, ciao. Danke dir, ciao. Wartet einmal kurz. Grüß Sie, was war hier los? Nochmal aus deiner Sicht, bitte. Leitstelle an alle im Dienst befindlichen Kollegen. Bitte einmal ins PD. Hier ist gerade die Hölle los. Ich brauche mehrere Richter wahrscheinlich. Leitstelle Ende. So, sorry. Weiter auf dem Weg. Wie schon. Folgendes. Ich habe Herrn Phoenix heute schon. Bitte erst klären, wie viele Richter tatsächlich benötigt werden. Und dann nochmal Bescheid geben. Danke, Ende. Das zweite Mal von Herrn Phoenix gehört. Herr Phoenix hat vorhin 7 oder 8 Personen gleichzeitig kontrolliert, die alle eine Maske auf hatten. Und die Herr Phoenix hat die Herren aufgefordert, die Masken dementsprechend runterzunehmen. Mhm. Und das haben die Herren laut Aussage des Herrn, der mich vorhin angerufen hat, auch sofort getan. Also sind auch nicht frech gekommen und so weiter und so fort. Herr Phoenix hat trotzdem von jedem einzelnen der Herren ein Bußgeld von $500 verlangt. Und? Arschloch sein, Herr Merino. Völlig verständlich, alles okay, aber wenn er alleine unterwegs ist gegen 7 Leute, sorry. Wenn Sie jetzt das wieder ansprechen, Merino, dann bitte ich Sie, sich einmal bei uns in der Besprechung reinzusetzen. Es ist für uns mittlerweile total schwierig, irgendwie zu handeln, weil die Leute alle nur noch in Gruppierung rumfahren. Völlig verständlich, kann ich alles nachvollziehen. Ist ja auch egal, darum geht es mir gar nicht. Hier ist gerade etwas passiert. Ja, die Herren sind definitiv gewaltsam auf Phoenix losgegangen. Ich kann dir aber klipp und klar sagen, wenn da unten 5, 6 Leute stehen, dann muss ich mir überlegen, ob ich mit einer MP5 in diese Menge reinschieße. Sag mir deine Meinung. Würdest du wenn einer dich angreift und dahinter stehen 5, 6 Leute, würdest du darauf schießen? Sorry. Nicht mit einer MP5. Nein, ich habe auch kein MP5. Also generell möchte ich mich dazu nicht äußern, weil ich das immer situationsbedingt mache. Ja. Die Sache ist, wenn auf Unbewaffnete schießen, ist sowieso erstmal geht überhaupt nicht. Mhm. Ich hätte, wenn 3 Personen auf mich einprügeln, hätte ich die Waffe gezogen, hätte gesagt Abstand nehmen und dann hätte ich das Feuer öffnet. Mhm. Das ist normal, eigentlich warnen, erst warnen und dann das Feuer öffnen. Wenn das nicht mal möglich ist, bin ich natürlich dazu befugt, direkt zu schießen, aber dann auch nur auf diese 3 Personen. Und wenn sich meinen, danach noch Personen irgendwelche Waffen zu ziehen und mit zu beteiligen, dann werde ich natürlich das Feuer auch auf diese Person eröffnen. Das ist völlig richtig. Aber ich würde nicht weiter irgendwie reinhalten und die Leute dann reihenweise wegsensen. Natürlich würde ich Gefahrensituationen erstmal weiter bedrohen, sprich weiter auf die Personen, die da beteiligt sind, zielen und sagen, dass sie sich bitte entfernen sollten, vielleicht auch ein bisschen energischer, aber ich würde auf keinen Fall direkt alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist und keine Polizeiuniform trägt, umknallen. Das ist... Nee. Also ich möchte beim besten Willen nicht euch in euren Job reden. Ich weiß, ihr habt alle einen gefährlichen Job, ihr tragt die Waffe nicht umsonst und so weiter und so fort. Aber also ich sage es jetzt einfach mal so, wenn sich jetzt alle Gruppierungen komischerweise irgendwie gerade zusammentun und heute noch in das PD reinstürmen, dann würde es mich nie wundern. Also wenn sich alle Gruppierungen zusammentun, Herr Merino, dann geht hier das Licht aus, ich weiß. Wahrscheinlich erstmal so schnell nicht mehr wieder. Ja. Also Entschuldigung, also ich habe sowieso was dagegen, dass irgendwelche Gruppierungen miteinander verkehren. Ich verstehe das. Also was heißt, ich habe was dagegen? Es ist mir relativ egal, ich verstehe es noch nicht. Weil ich komme aus London, da haben wir auch ein paar Gangs und wenn die aneinander geraten, dann eskaliert das meistens immer und dann ist da ein riesiges Polizeiaufgebot und muss das entwirren und mindestens 5 Tote von jeder Seite, so ungefähr. Okay. So habe ich es kennengelernt, deshalb bin ich hier ein bisschen verdutzt. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, wie das hier in Los Santos
abläuft. Das okay. ist, wie gesagt, Gewöhnungssache. Aber sie haben natürlich recht, wenn die sich jetzt alle zusammentun, hier mit 40 Mann stehen, dann können wir da auch nichts mehr machen. Nur wir werden uns natürlich auch wehren, wenn die dann meinen, sie müssen hier irgendwie auf... Ne? Alles auf verständlich. Werden. Nur, wie gesagt, es ist halt, ich sag mal, eine Aktion erfolgt immer danach eine Reaktion. Und ich muss Ihnen klipp und klar sagen, nach der Aktion... Die Sache ist, was ich, wie ich das sehe, ist, dass sich momentan... Die Gruppierungen sind ja alle gegen die Polizisten. Es ist nun mal so. Man ja. kann das Kind ruhig mit Namen nennen. Warum das so ist, möchte ich nicht irgendwie mutmaßen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil die sich ziemlich ungerecht behandelt fühlen, wenn ja. wir unseren Job, sage ich mal, in Anführungszeichen machen. Ist natürlich verständlich, wenn wir die dran kriegen, dass man sich auf den Schlips gefühlt fühlt. Ne? Ja. So, was ich nicht verstehe, ist, dass... Sie sagen Aktion, Reaktion. Das Problem ist, wir führen eine Aktion aus, weil die etwas Illegales machen. Danach kommt eine Reaktion von denen und dann fangen die mit einer Aktion darum an. Darum geht's mir nicht, Captain. Mir geht's gerade um die Aktion, die draußen gelaufen ist. Die Aktion, die draußen gelaufen ist, wenn das so ist, wie du es mir gerade beschrieben hast, dann wird das definitiv Konsequenzen haben. Okay. Weil es kann nicht sein, dass unschuldig Nein, ist das falsche Wort. Definitiv nicht. Brauchen wir nicht zu wollen. Ja. Auf Unbewaffnete einfach umgeholzt werden, ich nenne es jetzt einfach mal so, oder in dem Fall in Mitleidenschaft gezogen werden, das kann und darf nicht sein. Das ist, ich weiß nicht, beim Militär ist es glaube ich so, da gibt es eine Genfer Konversation, wie heißt das? Genfer? Ja, Abkommen, irgendwie sowas. Genau. Dass auf Unbewaffnete auf keinen Fall geschossen wird. Ja, okay. Unter gut. jeden Umständen und deshalb Malzeit bin ich da ziemlich... Okay, gut. Ich brauche dich sowieso nachher nochmal. Wie lange bist du heute im Dienst, Kempe? Wenn du mich brauchst, dann bin ich ein bisschen länger da. Okay, gut, dann sollten wir nochmal reden. Ich muss jetzt runter, weil Krishna wartet da unten, glaube ich, gefühlt mit 6 Leuten. Wie sieht das aus gegen die Polizisten? Da du das mitbekommen hast, etc., wollt ihr da noch zivilrechtlich einklagen? Oder? Ich klage, ganz ehrlich, ihr kehrt mir nicht an die Kandare, ich kehre euch nicht an die Kandare. Mir geht es nicht darum, ich möchte einfach nur, dass es einmal angesprochen wird, dass vielleicht auch Herr Phoenix einfach ein bisschen von seinem Temperament runterkommt. Das ist schwierig. Das hat jemand von Ihnen einen Akku? Ja, natürlich habe ich einen. Immer vorbereitet. So. Ja. Ja, ich hole gleich noch eine, also ich frage, was hier genau passiert ist nochmal. Und wenn die gleiche Aussage da kommt, dann wird Herr Phoenix auf jeden Fall da ein Disziplinarverfahren. Okay. Also wie gesagt, zivilrechtlich mache ich nichts, das soll, müssen die Leute unter sich dann. Dafür müssen sie sich dann sozusagen einen Anwalt nehmen. Rufen Sie mich an, Herr Marino, wenn Sie mich brauchen? Ja, mache ich. Perfekt. Gut, ich gehe runter. Ciao. Ciao, ciao. Janowski, kommst du mit? Wo bist du? Es rennt. Ja, geiles RP. Das wird noch lustig heute. Das wird richtig lustig. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen gucken, nicht, dass das PD gestürmt wird. Weitfahrt? Nee. Oh, nee. Hä? Nee, ich suche nachher einen Weitfahrt. Der wird da auch gleich kommen. Okay, danke. Hast du gehört? Was denn? Wir müssen uns beeilen, nicht, dass das PD gestürmt wird. Ja, zack, zack, Schnellverhandlung. Easy. Immer am Mann. Ich hab keinen Klienten. Haben Sie, also der Herr Phoenix war da definitiv gleich vor Ort. Wartest du oben? Haben Sie noch einen Namen für mich, der da noch direkt vor Ort war, als es anfing? Hier, der Herr Nipsen. Herr Nipsen. Nee, den Dann, wer war noch da? Die mit den Haaren und der Stahl. Die Frau okay, mit den gut. Haaren da, keine Ahnung, das, die hat das einen reicht. Gutes. Ja, ich weiß, wen Sie meinen. Die Cops haben sinnlos auf Zivilisten, das sinnlos nicht, aber sie haben halt reingeballert. Natürlich sehen wir nicht drauf aus, dass da irgendwie Waffengehalt oder sonstiges vonstatten geht. Ne? Das ist nicht unser Ziel und das ist unser Interesse. Genau. Und ja. Also da muss es sicherlich, ich werde mir das Ganze mal anhören, was die Kollegen sagen und Also wenn wirklich die Tage mal kein Gespräch stattfindet, gell, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Dann weiß ich echt nicht weiter. Herr Geier? Ja.
Würden Sie sich einmal mit Herrn Kempel kurz schließen? Ich habe ihn gerade schon komplett involviert. Ich mit Herrn Kempel? Ach, ja, ich habe ihn komplett involviert. Er weiß Bescheid. Okay. Gut, dann ist er oben? Ja, müsste. Nehmen wir den Mittler. Alles klar. Herr Frost, ich komme gleich wieder zu Ihnen. Ja, typisch. Alles wir sind ja auch in Amerika. Nippi? Ja. Ich habe... Ja. Das ist jetzt dein Anwalt hier, oder? Das wird ja, da ist die Justiz, also denke ich mal, das wird noch länger hier dauern jetzt, oder? Was für ein Anwalt? Wurde von Tommy James gerufen für dich. Ja, natürlich. Ich danke, dass du da bist, Krishna, aber ganz ehrlich, ich wurde niedergeschossen. Ja, ich weiß, wir haben es gesehen. Deswegen habe ich auch. Niedergeballert, nee, das haben sie nicht gesehen. Sie waren nämlich am Kokainfeld mit uns, der Herr. Ja. Ich war nicht am Kokainfeld. Achso, der Herr hier gar nicht unten. Alles klar, ja. Feldherr Phoenix, ja, natürlich. Also ganz ehrlich. Na, Frost, einfach nichts sagen. Dürfen wir jetzt erstmal mit dem Mandanten reden, bitte? Ja. Gerne. Was ist mit dem anderen da hinten? Sind Sie mit dem fertig? Nein, da müssen wir gleich mit dem Staatsanwalt reden. Ja, dann kümmern Sie sich bitte um einen Fall nach dem anderen. Ja, da müssen wir gleich mit dem Staatsanwalt sprechen, Herr Phoenix. Gut. Ja, aber hätten Sie eventuell was zu trinken, was zu essen, da? Jetzt müsste ich gleich nochmal losfahren. Herr Nipsen, Sie wissen über beide Fälle Bescheid? Über beide Fälle? Ich habe doch einen Fall hier vor mir. Achso. Das ist ein bisschen unabhängig von den Herr anderen. Herr Merino. Ja. Der Herr Kaiser, ja, da kannst du dich an Herr Phoenix wenden, der wird Ihnen sagen, was, was angeklagt wird. Ich habe irgendwas von Herrn Bale bekommen. Ist der involviert? Also in dem Augenblick ist gerade... Karl Kaiser wird vorgeworfen, Beleidigung, Widerstand und Körper... Widerstand, alles und was Streckungsbeamter und Körperverletzung. Achso, sind wir in der Leitung, alles klar, hi. Okay, das ist dann wahrscheinlich das eine, ja. Okay. Ja, da muss mit Herr Phoenix drüber sprechen. Weiß ich hab's gesehen. Ja. Wir sind gerade dabei, Staatsanwaltschaft. Wir sind dabei. Das war hier vor Ort. Welcher Herr ist der mit den Drogen? Hier vorne rechts in der Zelle, Robert. Also wir arbeiten auf jeden Fall dran. Mit den Drogen und dem Kokainverarbeiter. Okay, gut. Und die anderen... Muss man uns mal kurz dann alleine... Ich weiß jetzt nicht, sind Sie jetzt... Was sind Sie hier? Staatsanwalt oder Richter gerade? Merino, hallo Herr Nipsen. Ja, Sie sind mal der Staatsanwalt. Ja, Staatsanwalt, genau. Richter steht da vorne auch. Ich habe noch einen zweiten Richter angefordert, damit das hier irgendwie schneller geht. Aber ich sehe gerade, das wird irgendwie nichts. Ja, wir müssen gucken, was hier vorgeworfen wird. Das ist ja ein Chaos hoch 10 hier heute. Ich gehe einmal hoch. Ich rede jetzt mit dem Phoenix. Ich hoffe, dass er einigermaßen vernünftig drauf ist. Okay. Schanowski, richte dich auf eine lange Nacht ein. Was sagst du? Richte dich auf eine lange Nacht ein. Nee. Herr Phoenix? Ja. Ja. Sie sind, da unten sitzen jetzt gefühlt 4 Herren, wenn ich das richtig gesehen habe. Der eine ist nur, der sitzt nur 10 Monate Haftstrafe ab, der kann gleich wieder gehen, das ist der Herr James. Ja. Dann haben wir einmal den Herrn, ich glaube, Kalle Carlson oder sowas in der Art. Ja. Der ist wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. Ich habe, war das mit Herrn Bale zusammen? Dann habe ich noch Entzug polizeilicher Maßnahmen. Ja, nee, den Entzug haben wir gesagt, soll er nicht mit anklagen. Okay, ja, weil super. Widerstand, ne? Ja. Wir brauchen ja nicht Widerstand und Entzug, das ist ja Schwachsinn. Passt irgendwie nicht, nee. Ja. Und was, da haben wir aber 2 Herren in der Einzelle, ist das richtig? Nee, das ist der hinten. Der andere hier vorne, ich weiß den Namen gerade nicht, der war beim Kokainfeld. Das ist Herr Frost, das habe ich noch gar nicht. Und warum sitzen in der mittleren Zelle 2 Leute? Dem wird beiden das gleiche vorgeworfen, oder wird? In der mittleren Zelle 2 Leute? Ach, die Dame sitzt da noch, die hatte wieder Kopfschmerzen, oder? Ja, gehe ich von aus. Die wäre abgearbeitet, ja, die war auch am Kokainfeld dabei. Da weiß ich noch nicht genau, was gegen die vorliegt. Da auf jeden Fall schon mal ein Entzug polizeilicher Maßnahmen. Und wahrscheinlich das, was in ihrem Fahrzeug war. Da muss ich habe ich den Namen aber auch gerade nicht. Nipsen, kannst du mal... Den einen rechts ist der Eric Frost. Aber das wollte Northgate auch übernehmen, glaube ich. Warte mal, ich muss mal meinen. Warte kurz hören. Warte mal, eben kurz wegen Funk. Okay, ja, verstanden. Mach mal einen Funkleiser, so jetzt. Ich glaube, Northgate behandelt den Fall. Der kümmert sich da gerade drum. Der ist hier im Projekt. Also, ich habe den einen, soll ich übernehmen vom Eric Frost.
Weil er okay. Den hatte. Ja, gut, den einen wird also vorgeworfen, Beleidigung, Verstreckungsbeamte, Körperverletzung. 12.030 Monate. Okay, den versuche ich jetzt irgendwie schnell abzuhandeln, dass der da unten rauskommt. Ja, alles klar. Haben wir einen Richter im Dienst? Oder? Ja, haben wir. Ja, kommt der? Schon da. Schon da. Also, ich habe sogar zwei schon da geholt. Einmal Weitfarb und einmal Herr Schanowski. Gut, alles klar. Weil leider haben wir nicht mehr Staatsanwälte. Da sind wir auch nicht bereit, einen Deal einzugehen bei dem Herrn, weil der Herr hier munter weiter beleidigt. Okay. Beide Anwälte da, zum Glück nicht den guten. Ich glaub's auch. Haben sie nichts Besseres zu tun? Da liegen noch 6 Leute im Krankenhaus, da will ich mir noch fix von den Medizinern schnell eine Aussage holen. Ja. Und du kümmerst dich um die Jungs unten, ne? Ich. Wie gut, dass ich dich jetzt habe, ey. Alles gut. Könnte ich mir die Hitze reißen. Welcher ist jetzt der, dem das die drei Sachen vorgerufen? Hintere Zelle, letzte Zelle. Okay. Krishna, letzte Zelle. Achso, ja. Es ging ziemlich schnell, muss ich sagen. Wir haben dann probiert, wir, die Roten, haben probiert, die Sache zu... Ein wunderschön. Hallo. Ihnen ist bewusst, was Ihnen vorgeworfen wird? Mir auch egal. Ist Ihnen egal. Okay. Wer bist du? Staatsanwalt Merino. Sie können gerne einmal meinen Ausweis haben, meinen Dienstausweis. Ich kümmere sich lieber mal um die Leute, die auf Unbewaffnete eine Menge mit einem Pira halten. Auch. Zum zweiten Mal. Es wäre erstmal toll, wenn Sie mir einmal Ihren Ausweis geben würden. Damit ich einmal gucken kann, Herr Karl Kaiser. Herr Karl Kaiser, auch dies, muss ich dazu sagen, habe ich beobachtet, ist auch in Klärung. Keine Sorge. Herr Karl Kaiser, so, Ihnen ist bewusst, was Ihnen vorgerufen wird. Ja, 24-fache Beleidigung, wovon die Hälfte noch nicht mal Beleidigung war. Nein. Also unter anderem. Folgendes. Ich werfe Ihnen vor. Paragraph 1 Absatz 1, Beleidigung des StGBs. Paragraph 29 StGB Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. Paragraph 6 Absatz 1 StGB Körperverletzung. Alles in einfacher Form. Ja. Also keine 24 Mal oder sonst irgendwas. Das sind $12.000 Bußgeld und 30 Monate Haft. Ja, okay. Ich höre. Sie haben einen Anwalt? Ja, den Krishna. Den Krishna. Mhm. Herr Geier, versteht Sie mich jetzt? Ja. Nummer 2. Ich muss einmal kurz was überlegen gehen. Das Problem ist, ich kann ihm nicht einfach volle Strafe drauf bekommen. Das funktioniert nicht. Schanowski. Bitte. Herr Phoenix. Frage. Sie wollen keinen Deal? Nein. Warum, wenn ich fragen darf? Weil der Herr hier immer noch fröhlich vor sich hin beleidigt und keinerlei Einsicht zeigt. Und die im Rudel mit 4 Leuten auf mich und meinen Kollegen eingeprügelt haben. Genau. Wir sind hier nicht bereit, Deals einzugehen. Herr Phoenix? Ja, bitte. Bitte hier? Ja, steht vor dir. Ich glaube, da hinten ist die Tür offen. Ja, ich guck mal. Wow. So, sehen Sie mich jetzt, Herr Czernowski? Ja. So. Ja, wie gesagt, aus diesen Gründen sind wir nicht bereit, einen Deal einzugehen. Von unserer Seite aus. Die Sie Gründe sind der Staatsanwalt. Ich hab's nicht verstanden. Der Herr ist hier höchst uneinsichtig, beleidigt fröhlich weiter vor sich hin, ist mit 3 oder 4 Leuten auf uns losgegangen mit den Fäusten und ja, Sie sehen gleich das Verhalten von dem Herrn. Wir sind hier nicht bereit, irgendeinen Deal einzugehen. Das Problem ist, Herr Phoenix, und das ist das, was ich jetzt einfach mal so sage, zu mir ist er komplett anders. Ja, zu Ihnen, aber Sie waren gerade auch dabei und haben mitgekriegt, wie er uns beleidigt hat. Ich habe nur gehört, dass er sie mehrfach beleidigt hat. Das ist so richtig. Das möge auch alles sein, dementsprechend. Nur die Sache ist die.
wenn ich das nicht zu einer, ich sage mal, nicht in einen Deal kriege, wird es eine Anklage, definitiv. Ja, habe ich kein Problem mit. Ich auch nicht. Okay, gut, dann. Der Herr verhält sich in höchstem Maße respektlos, sieht hier nichts ein von seinen Taten und damit für mich gerne Verhandlungen, kein Problem. Ich rede einmal kurz mit ihm. Ich muss einmal kurz. Achso. Rede durch Bruno und Schatzerwald. Ja, ich würde mich gerne achteilen. Geht leider nicht gerade. Ja, dann muss ich das zur Polizei übernehmen. Ich habe einen Kollegen rufen. Und genau das, was Ihr Kollege gemacht hat, und zwar eine Beleidigung 24 Mal stapeln. Nein. Moment mal, doch, das hat er mir so gesagt. Und das machen auch die Kollegen, wenn mal kein Richter oder so hier ist. Dann hat man plötzlich zehnfache Beleidigung, obwohl man es scheinbar nicht hier stapeln kann, wie ich es gerade mitkriege. Ja? Da wird schon mal vielleicht drauf passen. Gamepap, ich danke dir für deinen Follow. Das habe ich Ihnen alles schon gesagt, Herr Geier. Womit würden Sie aufpassen? Ach, geh mal weg jetzt. Sonst? Was sonst? Herr Phoenix, wollen wir es nicht weiter provozieren, bitte? Ich provoziere nicht, ich frage ihn gerade. Ja, doch, wenn der Herr sagt, dass er sie jetzt hier gerade nicht haben würde, wäre es toll, wenn sie einfach mal ein paar Meter Abstand nehmen. Herr Phoenix? Ja, bitte? Ich habe gerade was gesagt, es wäre toll, wenn sie einfach mal ein paar Meter Abstand nehmen. Ja, toll wäre das, aber das ist immer noch unser PD. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe mich gerade verhört, oder? So verstanden. Nee, haben Sie nicht. Ich glaube, wir fahren jetzt alle mal unsere Gemüter wieder ein bisschen nach unten. Ja, werden mal ein bisschen locker im Schritt, würde ich sagen. Wir sind ja alle hier erwachsene Menschen, können vernünftig miteinander reden. Das gilt eigentlich für alle. Das ist richtig. Schöner Tag, Alter. Eben. So. Schöner Tag. So. Ist Krishna da oder nein, nicht? Herr Merino. Ja. Der war eben noch hier. Ist auch, ja. Was dann? Krishna hat Kopfschmerzen, das ist auch gleichzeitig mein Mandant. Okay. Ich bitte darum, den Fall zu verschieben. Mit dem telefonieren oder mit wem spricht der? Ne, mit dem Muerto. Okay, dann verschieben wir den Fall. Warum sollte der Fall verschoben werden? Richter ist hier, Anwalt ist hier, warum? Ja, warum? Ich verstehe jetzt nicht, was los ist. Ja. Weil ich erst immer weitere Zeugen haben möchte für den Vorfall, was hier vorne passiert ist. Ach so. Und da kann ich dann drum bitten, dass der Fall verschoben wird. Muerta, komm mal kurz mit, bitte. Nipsen? Ja? Hat sich deine Du weißt, warum der unten sitzt? Ich weiß, warum er unten sitzt. Ich weiß, was oben passiert ist. Ich verstehe deine Sicht. Ich verstehe die Sicht der Polizisten. Das, was ich nicht sehe, ist dementsprechend, dass wir da keinen Deal draus machen. Wir könnten natürlich einen Deal machen, anbieten. Wir könnten es aber auch abhandeln. Das Problem ist, und da weißt du selber, egal was du für Zeugen aufholst, er kann definitiv nicht die Beleidigung abstreiten, er kann nicht den Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, er kann in dem Sinne, warte einmal, Justizleitstelle Merino, was kann ich für Sie tun? Moin, Dr. Bob Lee hier. Hallo, Herr Lee. Folgendes Problem, ja. Der Herr Moerto hat irgendwie vorhin die Leitstelle von uns angerufen und wollte irgendwie was zu einer Schießerei am Labor wissen. Ja, genau, richtig. Kann ich Sie da später anrufen, Herr Lee? Ja, haben Sie meine Nummer? Nicht, aber ich kann ja über Leitstelle bei Ihnen anrufen. Genau. Ja, wunderbar, danke, ciao. Super, tschau. Das Problem ist, ich weiß, was du siehst, aber er kann es nicht abstreiten. Die Frage wäre, warum soll ich es verschieben, wenn er es sowieso nicht abstreiten kann? Das, was da passiert ist, ist definitiv eine andere Sache. Die ich nicht rechtfertige, die ich nicht akzeptiere, die ich auch schon mit Herrn Kempel besprochen habe und. Nur das macht die Sache für ihn nicht besser. So, Beleidigung, halt's Maul ist keine Beleidigung. Na, laut Herrn Bell sind da, ich sag mal, ein paar andere Sachen noch gefallen. Insgesamt wollte er ihm ja 25 Mal anrechnen, 25 Mal habe ich durchgewunken, kann er abheften. Einmal Beleidigung dementsprechend. Ja, mehr gibt's nicht. Ja, ja. Entzug, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte und Körperverletzung.
Ich kann dir aber jetzt eins sagen, Beleidigung kann, weil so einer Menschenmasse eine Beleidigung, ihn vorzuwerfen, das kann auch jeder andere gewesen sein. Ja, ich sag mal, Beleidigung ist das kleinere Problem. Wir haben das größere Problem ist Körperverletzung und Widerstand. Ja. Du weißt, was für ein Tumult draußen war. Ich weiß, was für ein Tumult draußen war. Das ist mir bewusst. Ich brauche auch, glaube ich, nicht drüber reden, was da draußen für ein Tumult war. Kurz, Herr Mirino. Ja. Ich möchte mich gerade kurz bei Ihnen entschuldigen. Mein Gemüt ist gerade ein bisschen erhitzt. Ich war gerade etwas unhöflich zu Ihnen. Ja? Herr Phoenix, alles okay. Das Problem ist, was ich gerade sehe, ist, dass die Situation vorhin draußen absolut eskaliert ist. Und ich stand daneben. Korrekt. Und ich sage mal so, wenn auf Leute geschossen wird, ich sage mal, für mich als Außenstehender sah es so aus, als ob in die Menschenmenge reingeballert wurde, Herr Phoenix. Und wenn da Zivilisten stehen, die nichts damit zu tun haben, die auf sie einschlagen, dann finde ich es sehr suspekt, als Polizeibeamter dementsprechend eine MP5 zu ziehen und auf die Polizisten zu schießen. Ja, das ist aber ein anderer Fall als der gerade hier. Das ist richtig. Deswegen würde ich im Endeffekt eigentlich den Herrn über einen Deal abwickeln. Ja, er möge vielleicht ihnen gegenüber, ich sage mal, respektlos gewesen sein, beleidigend gewesen sein, was ich aber auch im Endeffekt begründen könnte durch die Gesamtsituation, die er draußen dementsprechend erlebt hat. Ja, aber diese Gesamtsituation, die er erlebt hat, hat er verursacht. Das möge sein, aber die hat nicht nur er verursacht. Die haben dementsprechend die ganzen Personen, die dort draußen standen, verursacht. Herr Phoenix. Ja, das ist richtig. Ja, und ihn deswegen jetzt komplett an die Karre zu pissen. Was heißt komplett an die Karre zu pissen? Naja, er hat definitiv Straftaten begangen. Das sagt auch Herr Muerto dementsprechend, dass er das nicht, ich sag mal, abstreiten kann. Was schwebt dem Herrn Muerto denn als Deal vor? Ich habe noch nicht ganz mit ihm darüber gesprochen. Ich habe die Sache ja trotzdem selbst mitgekriegt. Ging von beiden Seiten nicht. Da gebe ich ja vollkommen recht. Da ging nichts von beiden Seiten aus. Die Herren haben mit 4 Leuten auf mich eingeschlagen. Ich musste um mein Leben fürchten, Herr Muerto. Ja, Herr Phoenix. Oder Herr Phoenix, ich weiß jetzt nicht wie. Phoenix ist richtig. Phoenix, okay. Ich gebe Ihnen recht, aber mit einer scharfen Waffe zu schießen geht eigentlich auch nicht. Natürlich geht das. Aber nicht, wenn da, wenn da noch Zivilisten dabei stehen, so wie ich, wie Herr Krishna, die mit der Situation in dem Moment gar nichts zu tun hatten. Sie standen aber auch nicht hinter den Herrschaften. Nein. Richtig, aber da standen nämlich nur die auch mit prügeln wollten. Korrekt. Ja. Und ich habe dann auch die Schussankündigung nicht rausgehauen und die Herren dachten, es sei immer noch sehr extra schlau, noch weiter zu versuchen. Und dann noch auf einen weiteren prügeln. Kollegen. Ja, doch, ich muss so kurz Karl runter. Ich komme nochmal hoch. Jetzt möchte ich. Hat der Karl Kaiser noch schon irgendwas in seiner Akte stehen? Ich glaube nicht. Ich kann mir aber nachschauen. Ja, gehen wir fix prüfen. Bitte. Ja. So. Das Ding ist ganz einfach, Sie standen gerade selber dabei, erzähle Herr Muerto, als ich das erste Mal dazugekommen bin. Sie haben gesehen, wie er sich verhalten hat. Ja, der ist hier absolut uneinsichtig, der ist hier vorlaut, der ist hier beleidigend. Und diesbezüglich kann er eigentlich auch nicht mit Milde rechnen. Tut mir furchtbar leid, wenn das meine Sichtweise ist, aber wir machen uns zum Witz der Nation. Wenn Sie wollen vom maximalen Strafausmaß gehen wollen, dann müssen wir was anderes regeln. Weil Sie wollen ja dann keinen außergerichtlichen Deal machen. Nein, machen wir auch nicht. In keiner Hinsicht. Krishna, warum? Ja. Wie, warum? Warte, wir gehen einmal kurz runter. Lass die beiden das aber regeln. Kurz. Ja, wie gesagt, wir lassen es auch gerne auf den Gerichtsverhandlungen. Krishna, ich verstehe deinen Standpunkt. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß. Die sind auch nicht beschwert. Mit Antrag auf Suspendierung. Der Typ, der redet von irgendwelchen Kulanzrahmen. Alter, hast du gerade gesehen, was er da draußen abgetickert hat? Ich weiß, was er draußen abgetickert hat. Ich weiß, was er gerade hier unten gemacht hat. Für mich absolut nicht vertretbar. Definitiv unterstütze ich. Okay, ja. Voll und ganz. Dementsprechend würde ich dir natürlich den Deal auch anbieten. Heißt? Ja, das Problem ist, dass er da oben steht und sagt, gibt kein Deal. Ja, das ist aber nicht sein Ding. Das ist nicht sein Ding. Nein, das Problem ist, ich muss es vom Richter rechtfertigen.
Und ich sag mal, anhand der Situation, ich sag mal, ja, Gesamtbußgeld wären. Ja, was haben Sie gerade? Die Sie angefragt hatten, vorbestraft wegen Drogendelikten, Waffendelikten, Verkehrsdelikten und Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Okay. Gut. So verstanden. Folgendes, ich sag dir jetzt klipp und klar. Ich verstehe das Ganze. Wir können das gerne vertagen, so wie es Moerto gerade gesagt hat. Ja. Das Problem ist, er kann diese Straftaten, die er begangen hat, ja trotzdem nicht abstreiten. Wir reden über Paragraph 1 Absatz 1 StGB Beleidigung. Wir reden über Paragraph 29 StGB Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wir reden über Paragraph 6 Absatz 1 StGB Körperverletzung. Ja, ändert ja aber nichts an der Tatsache, was die Polizei im selben Atemzug gemacht hat. Das ist so richtig. Und da sehe ich jetzt mal die Straftaten, die meinem Mandanten hier angehängt werden, erstmal noch als Kleindelikte an. Hm. So, Entzug polizeilicher Maßnahmen, ja. Nee, was hast du sogar? Widerstand sogar, ne? Widerstand gegen Widerstand. Hat doch Phoenix halt eingesprügelt. Kann man schon als Widerstand geltend machen. Ja, Widerstand, also, ne? Mal Butter bei der Fische hier. Also ich bin definitiv, ich weiß, was du meinst. Wenn wir Widerstand rausnehmen würden, dann ja, Widerstand also wäre. Ich werde den in der Luft zerreißen, Marina. Ich werde alles. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Darum geht es mir gar nicht. Wenn ich ihm jetzt aber warte einmal. Justizleitstelle Marino, was kann ich für Sie tun? Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Mike Gier. Ja, hallo Herr Gier. Ich habe eine Frage. Ja. Ich wurde gerade vor dem PD einfach so von einem Polizisten niedergeschossen. Ja. Was mache ich jetzt? Nehmen Sie sich einen Anwalt, lassen Sie sich ein Gutachten nehmen und ich sag mal, verklagen Sie das PD. Okay, danke schön. Bitte, ciao. Jetzt geht's natürlich ab. Ja, das war klar. Das ist das Telefon jetzt. Ich meine, okay. Ja, gerade ist ein bisschen ruhiger, Gott sei Dank. Hör zu, wir verschieben den Fall. Ja. Jawohl. Wir verschieben den Fall. Und ich habe mir das in den Akten erstmal abgeheftet. Wir gucken mal, wenn wir den verschieben. Ja, oder den Vorwahl, wir haben Mandat hier natürlich heute freigelassen. Ne? Ja, natürlich. Wir verschieben den. Wir gucken mal, ob wir daran vielleicht dann nicht sogar, ich sage mal, außerhalb des PDs einen Deal machen. Ja. Bis sich die Situation vielleicht ein bisschen beruhigt hat. Ja. Dann machen wir es so, dann kann der Herr jetzt erstmal raus. Ja? Gut. Dann machen wir das so. Dann machen wir es so. Herr Geier. Ja. Würden Sie den Herrn Kaiser jetzt erstmal freilassen? Wir verschieben den Fall. Oh. Ich warte darauf, was wir. Welche Kollegen hatten den Fall? Phoenix und B. Gut, dann sage ich denen das gerade draußen, dann lasse ich noch. Ja, genau die richtigen, sage ich dir. So. Was ist der andere Fall hier? Wer hat den gehabt? Ja, Herr Nipsen, ja? Herr Nipsen. Herr Nipsen, würden Sie einmal zu mir kommen, bitte? Der hatte 26 dabei. Gut. Und es war kein... Nein, es war kein LKW. So, Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. Ich musste das gerade noch absprechen. Ja. Können wir das einmal den anderen Fall kurz machen? Welches ist denn der andere Fall jetzt? Den Sie hatten. Den Herrn Frost da vorne? Ja. Okay, gehen wir kurz da raus. Genau. Ich glaube ja, hier reicht, oder? Soll ich ihn in der neuesten Hauptquartier verbringen? Ich würde mich gerade am liebsten erschießen, Herr Nipsen, aber ja. Was da ja, gerade abgelaufen. Ich habe auch nicht gedacht, dass es das heute so lange geht hier. Das wird noch lustig, glaube ich, heute. Aber das ist eine andere Sache. Also wir haben einmal den Besitz von Betäubungsmitteln und... Ja, natürlich. Ja, klar. Dürfen Sie, ja. Wir haben einmal den. Ja. 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 Ja, reden Sie zu Ende. Nee. Erzählen Sie jetzt bitte mal, es geht bestimmt um den Fall hier vorne. Ja. Ja. Und zwar, ja. Die klären das. Sie verstehen nicht, warum das jetzt nicht direkt behandelt werden kann. Und Sie reden dem Richter, da kommen Sie auch. Und das, ja, werden wir gleich hören. Ich weiß es nicht. Also, ne? Da ist ja der Herr Phoenix. Ja, und da ist der Herr Czarnowski. Mhm. Ich habe gerade den Antrag gestellt, die Verhandlung jetzt durchzuziehen und nicht zu verschieben. Aus welchem Grund möchten Sie die verschieben? Die ganz einfach, weil geklärt werden muss, inwieweit ich den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sehe.
dementsprechend im Zusammenhang mit dem, was vom PD abgelaufen ist, möchte ich das Ganze... Weil der mir aufs Gesicht gehauen hat, da müssen Sie drüber nachdenken, ob das im Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist. Ich habe Sie gerade sagen hören zu Herrn Muerto, Sie haben keine Grundlage, den Fall zu verschieben. Wenn Sie das jetzt gerade... Ich habe zu Herrn Muerto niemals gesagt, dass ich keine Grundlage habe, den Fall zu verschieben. Das haben Sie gerade gegenüber Herrn Muerto gesagt. Habe ich definitiv nicht gesagt, Herr Phoenix. Und wenn Sie mir jetzt hier... Herr Marino, ja. Jetzt, warum wollen Sie den verschieben? Weil Sie sich nicht sicher sind wegen dem Widerstand. Ich möchte den ganzen Fall verschieben, weil dementsprechend hier diese Lage gerade in dem Fall so unübersichtlich ist, dass ich einfach sage, ich will da selber einmal dementsprechend die Aussagen hören, nicht nur von Herrn Phoenix und nicht nur von Herrn Bale, sondern ich möchte die Aussagen auch noch von anderen Personen hören. Dementsprechend bei mir klingelt permanent das Telefon, weil die Herren alle, gerade die vom PD niedergemäht wurden, gerne Anklage erheben möchten gegen die Polizisten, die gegen die Herren geschossen haben und. Das können die ja später gerne machen, okay. Aber ich sehe keinen Grund, den Straftäter jetzt hier auf freien Fuß zu setzen. Also wie ich ja gehört habe, ist der Herr ja sehr, oder hat eine große Fluchtgefahr und ist sehr ausfallend. Demnach würde ich das auch jetzt gerne machen, wo wir den noch hier haben. Stadowski, wenn du das so entscheidest, dann entscheide das. Also nimm dir noch ein bisschen Zeit, damit du hier durchsteigst alles, aber ich würde es halt trotzdem zeitnah hier abhandeln. Ja. Dann müssen wir das so machen, dann, ja, das ist halt so. Gut, ich bin erstmal raus, angenehmen Abend. Ja, ebenso. Soll ich sonst das? Justizleitstelle, Merino, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Erik Stepper, mein Name. Hallo. Ich rufe an, eventuell wegen Waffenscheiden. Ja, könnten Sie das eventuell später machen? Ja, wann später? Ist circa eine halbe Stunde. Das ja, wunderbar, danke, tschüss. Bis gleich. Soll ich das Telefon übernehmen? Nein, ich gebe es Weitfarb. Weitfarb von Merino kommen. Weitfarb von Merino kommen. Standby. Okay, so. Ja, dann müssen wir gucken, wie ist jetzt. Gut, dann machen wir den einen, dann machen wir den anderen. Ist mir jetzt auch gerade alles egal. Und ein Zellen kommen. Ganz ruhig. Ganz ruhig ist gerade sehr schwer. Du kannst nur eine Sache zur Zeit. Du bereitest jetzt alles vor für den und dann für den anderen. Ja, dann... Herr Lipsen muss Ihr Fall warten. Dann machen wir den jetzt. Dürfen wir kurz was mit denen reden? Persönlich? Ja, bitte. Ganz kurz und natürlich. Zu dem anderen Fall. Geht mir an dem anderen Fall da drum. Wie schaut das aus, wenn der Herr aus Affekt gehandelt hat? Weil vielleicht was passiert ist vorher, was sie dazu veranlasst hat. Sie meinen jetzt den Herrn von Herrn Phoenix? Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich den Fall für nur... Sie doch das dann, es ist ungeklärt und Sie würden sich gerne noch andere Aussagen anhören. Und das Problem ist vielleicht... Ja, nur wenn der Richter entscheidet, dass er den Fall jetzt fahren möchte. Wenn Sie das sehen, möchte, dass das vielleicht ungeklärt ist, weil er vielleicht aus gewissen Affekt gehandelt hat. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, Ihren Einwurf? Ich weiß es halt nicht, aber ich habe schon, wir sind zwei, drei Sachen gehört. Aber Richter entscheidet. Okay. Und das ist das Problem, was ist, wo ich klipp und klar sage... Merino, für weit vorkommen. Merino hört, würden Sie bitte einmal die Leitstelle übernehmen, danke. So verstanden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der Richter entschieden hat, dass er den Fall jetzt gerne haben möchte. Wenn Herr Phoenix gerne den Fall jetzt verhandelt haben möchte, muss er sich nicht wundern, wenn dementsprechend der Fall sich jetzt gerade dermaßen wendet und er von Krishna vor Gericht so auseinandergenommen wird. Wenn er das unbedingt haben möchte, kriegt er das. Ja, okay. Das ist meine Meinung. Ja, ich sehe das genauso, dass es nicht nur im Affekt ist, sondern ein Zusammenspiel der kompletten Situation. Herr Phoenix lässt sich nicht auf einen Deal ein, er möchte keinen Deal, somit habe ich für mich auch keine Grundlage, die Gesamtsituation zu bewerten. Der den Deal natürlich verhindern möchte.
Ja. Weil dann vielleicht mehr rauskommt, als ihm recht ist. Mhm. Das kann durchaus sein. Meine? Nur ich weiß, was sie meinen, dementsprechend nur, ja. Darf man gar nicht befragt werden zu dem Thema. Naja, also, ich sehe das Spiel. Ich sehe es genauso wie geredet, ja? Ich sehe es genauso wie Sie, Herr Nipsen. Da brauchen wir uns nicht drüber reden. Ich sage immer so, man sollte schon das Ganze auch ein bisschen fair betrachten. Und das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Jetzt sehe ich hier, ich sage mal, testosterongesteuerte Männer, die aufeinander krachen. Und Sie können gerne dabei sein bei der Verhandlung. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin da auch gespannt drauf. Also das ist. Bin ich gespannt, was der da aussagt zu dem Thema. Da steht ja Aussage gegen Aussage. Natürlich, dann ist der. Der Herr Phoenix natürlich im Vorteil und der Herr Bale wird das gleiche auch sagen. Richtig. Weil die zusammenhalten werden. Ja, genau. Weil die momentan im gleichen Boot sitzen. Richtig, genau. Und damit sehe ich die Aussage schwierig. Ja, das Problem ist, Sie könnten, wir haben nur einen Verteidiger hier. Ich hätte jetzt gesagt, Sie könnten Ihren Fall dementsprechend mit Herrn Weitfarb, dass Sie die Anklage machen. Beziehungsweise ein unabhängiger Polizist die Anklage macht. Und aber sie das geht ja super schnell beim Herrn Frost. Frost. Warum? Ja, es geht ja nur um Besitz von Betäubungsmitteln einmal und Entzug polizeilicher Maßnahmen. Wie viel hat er? Nicht mal einen Richter gebraucht, wie aber viel? Der hat jetzt ein. Wie viel hat er? Wie viel Betäubungsmittel? 26. Ja, wie viel Geldsumme? Wie viel Haft? 1450 und der sitzt ja schon lange, der 35 Monate Haft, der sitzt ja schon länger, viel länger. Deswegen meine ich, den kann man rausschicken fast schon. Mann, sich ruft. Jetzt hat er bloß einen Anwalt da, weil er natürlich wahrscheinlich dagegen vorgehen will. Ja, warte mal kurz. Das ist richtig. Und folgendes. Frost, der Fall? Ja. Anklagepunkte? Scharnowski und Weitfarb für Kalleck. Anklagepunkte sind nur Besitz von Betäubungsmitteln, 26 Mal Standort und Entzug polizeilicher Maßnahmen. NPD. Was? Das kann man ja. Was für Entzug? Alter, wo ist oben? Haben Sie gesoffen oder was? Was für polizeiliche Maßnahmen? Können Sie gleich einmal in den Projektorraum kommen, bitte? Was für polizeiliche... Sicher. Boah, Alter, ganz ehrlich, keine Ahnung. Holen Sie mir mal jemanden her, der... Ganz... Frost, bleib mal... Boah, Alter, darf ehrlich, ich mal... Muerto, komm mal einmal kurz, bitte. Ich habe es jetzt nicht falsch verstanden. Es war Entzug polizeilicher Maßnahmen und es war der Besitz von Betäubungsmitteln. Die Emotionen hier bei mir sind. Ja. Genau. Ja, ganz ruhig. Gut. Also war eigentlich nicht mal ein Richter. Sind Sie mit 3000 einverstanden? Dafür, dass er jetzt schon so lange sitzt? Ja, bin ich einverstanden. Ja, es soll einfach raus hier. Muerto? Ja, bitte. 3000? Haftstrafe ist schon in U-Haft. 3000 Bargeld. Mehr nicht. Ja. Ende. Bis raus einfach. Ja. Ja? Gut. Herr Nipsen, kassieren Sie es bitte einmal ab. 3000? Können Sie von mir abkassieren, Herr Nipsen? Nein, warum? Nein. Kassieren gar alles nicht. Krishna, ich dachte jetzt machen wir schneller bei dem Fall. Warum? Nochmal? Ich dachte, bei dem Fall machen wir es jetzt schneller. Erik, klären wir gleich. Wie soll ich jetzt von denen abkassieren? Hier noch die haben mich 3000. Abgeknallt, Alter. Boah, da ganz ehrlich. Ja, da sind wir ganz auch ehrlich. Wer ist denn der hier, der Schlipsträger hier? Wer ist das? Ich? Nein, nicht du. Der neben mir ist ein Staatsanwalt. Ja, ganz ehrlich, was für 3000 Dollar? Was für kein Cent aber ist das hier eigentlich wert? Ganz ehrlich. Frost? Hier drin sein. Ja, Herr Frost? Ganz ehrlich, Alter, ohne Spaß. Das ist jetzt von meiner Seite dementsprechend das Entgegenkommen, weil sie A, hier schon so lange sitzen, B, dementsprechend... Ja, das ist, Herr Voss, das ist eine andere Sache. Das Verfahren rollen wir gerade auf. Boah, Alter, ganz ehrlich. Die Sache am Kokainverarbeiter. Frau Kalle, ich grüße Sie. Laut seiner Aussage haben die Roten... Aha, die haben hier ein Telefon in der Zeit. Nichts getan. Ja, wenn es mir nicht abgenommen wurde, konnte ich hier auch reden. Ja, ein bisschen. Herr Bauer. Null haben wir getan. Ich benötige bitte einmal Ihre E-Mail-Adresse. Herr Bauer? Herr Kaiser. Ich bin hier, komm. Ja, Herr Kaiser, sorry. Eine E-Mail? Ich bin Gangster, ich habe keine E-Mail. Ja, haben Sie ein Postfach? So, sorry. Alprox, ich danke dir für den Follow. Herzlich willkommen bei mir, herzlich willkommen bei Sam. Also irgendwie muss ich und Sie Revive erreichen können. Außer danke dir für... Deine 50 Bits. Bin ich Ihnen zum Beispiel ein Dokument überstellen. Es ist gerade so viel, wo ich einfach nur sage, was ist hier los? Ja. Ist das angekommen? Oh.
Aber sie müssen sich aus Vorfreude direkt tanzen. Schanowski, was machst du jetzt gerade? Mir wurde aufgetragen, da das hier wohl doch so ein größerer Fall sein soll, was ich ja vorher nicht wusste, ja, weil kein Schwanz mehr Anklagepunkte gibt. Deswegen habe ich auch gewundert, vertragen. Warum Entzug polizeilicher Super. Maßnahmen bei ihm. Besitz von Betäubungsmittel. Ja, genau. Nicht, dass ich jetzt in Urlaub gehen darf. Ja, ja. Nee, mindestens eine Woche. Herr Merino hat auch Zeit, alles nochmal auseinander zu klamüsern, auch wenn der... Ja, der konnte ja Gott sei Dank einen Teil davon mitbekommen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich werde den entsprechenden Beamten... Wie gesagt, ich stelle mich hier nicht jetzt hin und sage Ihnen ganz ehrlich, dass jetzt die Zivilisten in der ganzen Geschichte gar nicht unschuldig waren. Das tue ich nicht. Aber das, was die Zivilisten da im Gegenzug der Polizisten gemacht haben, war es lächerlich. So. Okay. Und es ist einfach schlussergreifend, da in eine Menschenmenge zu ballern. Frau Kalle, so... habe ich jeglichen Respekt verloren. Also das, was ich da vorhin mitgekriegt habe, keine Ahnung, sprachlos, ja, einfach sprachlos. Sie bereiten sich ordentlich vor und wir auch und dann sehen wir uns vor Gericht. Nein, und dann schickt der Herr Merino und der Herr von Schanowski die Vorladung ganz normal. Da machen wir da ein vernünftiges Verfahren raus, nicht so auf die Schnelle jetzt. Danke, das ist mal die richtige Einstellung. Wollte Herr Merino ja auch, ich wusste nicht, dass Herr Schanowski da erstmal so... auf die Schnelle fahren wollte. War die Größe, glaube ich, nicht bekannt. Ja, deswegen hatte ich auch nochmal aufgeklärt. Das Ausmaß. Okay, alles klar, dann passen wir auf sich auf. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Frau Kalle, danke, dass Sie da waren. Und ja, gerne. Dann sehen wir uns. Und verflucht, sind Sie groß. Ja. Das fällt mir gerade mal so, ich fühle mich gerade voll klein. Schönen Abend noch. Ich wünsche Ihnen noch, Frau Kalle, vielen Dank. Frau Kalle. Ach, Entschuldigung, Herr Merino, wollten Sie auch noch was, ja? Das haben Sie nicht gesehen, was hier das abgegangen ist. Ja. Danke für Ihr, ich sage mal, für Ihre Argumentation, dass der Fall verschoben wird. Ja. Weil Schanowski wollte auf Biegen und Brechen dementsprechend auf Bitten von Herrn Phoenix diese Verhandlung führen. Nee, nee. So, ne, so große Sachen. Groß, als ich spreche jetzt gleich kurz mit dir noch. So groß ist er ja eigentlich gar nicht, aber die Frage ist halt, inwieweit man das als Affektwirkung sehen kann. Ja. Deswegen müssen wir da mal gucken. Okay. Andere Sache, Bonaparte, ja, warum geht das zurzeit nicht? Weil ich erst die Fortbildung noch machen muss. Oh, ja. Aber die Frage wäre, einen ehemaligen Generalstaatsanwalt? Ja, ich kenne die Vorgehensweise nicht. Ach so. Deshalb, der soll sich einfach gedulden, ne? Das, ja, hat jetzt weil zwei Wochen Zeit gehabt. Okay. Ja, sonst soll er sich an mich wenden, dann soll er mich anrufen. Moment, ganz kurz, ich muss meinen Schub. Ne? Gut, weiß ich Bescheid. Dann danke ich dir. Finde ich dir einen schönen Urlaub. Ach so, ja, genau. Falls wir uns nicht mal sehen, danke schön. Ja, bitte. Tschüss. Ja. Ich wusste, was in deinem Auto drin war und ich gebe dann dein Auto noch frei. Okay? Ja. Sekunde bitte, ich bind meine Schuhe. Naja. Opa! Was für ein Mist, ey. Ich muss was trinken. Ohne Witz. Wie hast du meine Visite? Also ich habe schon viel erlebt, aber das habe ich... Ne. Danke, Herr Wettwab. Ja. Das wird ein Chaos. Warum? Ich würde sagen, wir bewegen uns gleich aus dem PD weg. Herr Nipsen, ich begleite ihn schon raus. Wieso, was los? Ja, dir wurde vom PD vorhin rumgeschossen. Und nicht gerade wenig. Ja, ist, und wie Sie da draußen sehen, sieht das nicht ganz gesund aus. Ja. Ungünstig, nennt man das? Ungünstig? Ich hätte das fast als Aggressionsabbau von gewissen Leuten betrachtet. Vom PD ist das meistens aber keine gute Idee. Wer macht denn so einen Scheiß? Das möchte ich. Ich meine, das ist ja auch irgendwo. Wer schießt denn vom PD bitte freiwillig? Das ist doch. Mit einer MP5 auch noch. Ja, ist ja noch besser. Cool. Ja, kann man ganz gute Aufbauarbeit machen. Ich muss nur kurz die außergerichtliche Einigung noch eintragen. Ich versuche
Herrn Campbell anzurufen. Ich muss mit Campbell reden. So habe ich das auch. Wunderbar. Das hab ich auch. Merino, ich fühle mich mittlerweile irgendwie schlecht. Warum? Hier kommen Straftäter rein und sagen, begrüßen mich mit schönen guten Tag, Herr Weitfab. Das ich verstehe. Ist ein gutes Zeichen, Herr Weitfab. Ja. Herr Merino. Ja, Campbell, hast du Zeit? Ja. Wo? Hinten. Hinten, Hof, Hinterhof. Hinterhof, ja. Ja, gut, okay, bis gleich. Ciao. Bitte. Passen Sie am besten auf, dass Sie irgendwo mal hingehen, wo es sicher ist, gleich mit Czernowski. Weil ich habe die Befürchtung, dass hier heute noch einige Leute reingehen und gewisse Leute rausholen wollen. Meinen Sie? Ja. So wie das da hinten aussieht. Dann stelle ich mich jetzt zum Herrn Nipsen. Herr Rabe, Herr Nipsen. Mhm. Wie bitte? Sie haben mal raus aus dem PD rausgeguckt. Naja, vor einer Viertelstunde sind sie mehr geworden. Ja. Ist da was los oder wieder da draußen? Sie sind jetzt dafür zuständig, dass ich nicht entführt werde. Wieso sollen sie entführt werden? Mir geht's darum. Was ist denn los? Ich sag mal, die Gefahr ist real, dass gewisse Leute hier rausgeholt werden. Okay. Ja, wir sind 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15 Kollegen im Dienst. Ich habe eine Dreierstreife auf der Straße. Alle anderen sind irgendwo hier. Okay. Gut. Ich frage einfach nur, weil wäre schade, wenn wir, ich sage mal, ja. Wer sitzt denn unten? Gar keiner mehr, soweit ich weiß. Aber halt, dann können wir auch keinen rausholen. Krishna kommt. Ja, es geht ja nicht, nicht darum, es geht ja nicht darum, dass sie Straftäter rausholen, nicht, dass sie, ich sage mal, Polizisten rausholen. Ach so, ja, gut. Ist abgearbeitet, nur Besitz von Betäubungsmittel. Begleite ihn gleich noch mit raus. Ja, hoffe ich auch. Hallo. Die Zeit haben wir uns jetzt auch sofort dem ganzen Sachverhalt zugestimmt, dass wir das definitiv nicht sofort verhandeln. Ja. Eine Frage. Ja, genau. Du warst gerade drüben bei den Leuten. Ich war, ja, hab mal kurz über den Standard-Ding aufgeklärt. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die hier reinkommen? Gar und gut. Gar nicht. Nein, gar alles nicht. Gut, okay, weiß ich Bescheid. Danke. Warte, ich kann Kopf machen. Frau Jones. Hallo Herr Merino, Sie hatten vorhin versucht, mich anzurufen. Ich habe gerade ja, mehr Chaos, als Sie in Ihrer ganzen Amtszeit erlebt haben. Okay. Die Telefonnummer brauche ich. Ja, ich wollte eigentlich vorhin wegen was Fröhlichen anrufen, aber irgendwie ist es mir gerade so ein bisschen vergangen. Frau Jones. Alle hört. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, komm. Könnten Sie sich danach bitte im PD oben am Tresen einfinden? Herr Phoenix würde gerne mit Ihnen sprechen. So verstanden, Ende. Bald verbinden. Was ist los? Was ist in die Polizei gefahren? Was ist das für Scheiße, die wir da so erleben müssen? Also ohne Witz, hier habe ich schon viel erlebt, aber das habe ich noch nicht erlebt. Und sorry an die gerade, die alle irgendwie zugeguckt haben. Und das war gerade so wahnsinnig viel Stress. Wir hatten mal, wo ich angefangen habe, waren es, glaube ich, 5 Staatsanwälte. Da wäre es definitiv leichter gegangen. Aber das hier war jetzt gerade. Na, dann komm.
also wahnsinnig viel schon mitgemacht, aber das war jetzt echt. Die Frage ist halt, inwieweit kann man das als Affekt gelten lassen. Also so, ich sage mal, da die Probleme reinzuknallen, boah. Na, wann kommt die Musik wieder? Die Frage ist... Inwieweit hat er sich... Er sich straffrei gemacht anhand seiner Reaktion. Seine Reaktion war natürlich nicht die beste. Das macht einen echt Kopfschmerzen. Wenn du überlegst. Gut, mache ich mir morgen Gedanken über das Angehen. Ja, Herr Merino? Ja, Entschuldigung. Ich fange mal an mit dem, warum ich Sie vorhin anrufen wollte. Ja. Ist vielleicht ein doofer Gedanke, aber Sie sagten mir, dass Sie ja irgendwie, in das Geschäft mit Organisation von Feiern. Events. Feiern, Events. Und ich hatte komischerweise den Gedanken heute, also für Sie zur Info, es wird wohl so sein, dass ich teilweise den Pressesprecher der Justiz übernehme und aufgrund, dass das Justizgebäude neu eröffnet hat, wollte ich Ihr Know-how eigentlich einbinden in der, ich sag mal, Eventplanung einer Tag der offenen Tür. Da war meine erste Gedanke, Sie eventuell dazu zu animieren, mich bzw. auch Herrn Czernowski zu unterstützen. Ja. Herr Merino, sind Sie noch ein bisschen länger da? Ich bin noch ein bisschen länger da, ja. Okay, weil ich werde dann gleich nochmal zurückrufen, weil ich nämlich auch gerade noch wegen der Eventgeschichte im Gespräch bin. Dann machen Sie erst das Wichtige und dann melden Sie sich nochmal. Okay, ja? Melde ich mich nochmal. Wunderbar, hallo, danke, ciao. Tschüss. Campbell? Miles? Ja, jetzt höre ich. Ach, wunderbar. Ja.
Verhandlung des Herrn, der unten eingeschlossen war, ist verschoben worden. Okay. Ich habe es nicht eingesehen, den Herrn jetzt gerade irgendwie da zu verknacken, aufgrund der Bitte eines Herrn Phoenix. Okay. Erzähl mir bitte einmal mehr über Herrn Phoenix. Was möchtest du? Für einen Hintergrund, warum ist er bei der Polizei und. Der wurde hierhin versetzt. Der wurde hierhin versetzt? Ja. Okay, aufgrund... Merino, das Problem ist... Ja. Du musst das große Ganze sehen. Ja. Es ist so, Herr Phoenix ist temperamentvoller Typ. Mhm. Das Problem ist, dass ganz viele Zivilisten im Staate ein extremes Problem mit Autorität haben. Ja. Sie haben selbst die Reaktion der Zivilisten gesehen. Es wird geschossen und die stehen daneben und sagen, Feuer einstellen. Herr Rabe hat gebrüllt, Feuer einstellen, muss ich mal dazu sagen. Das wurde mir auch so mitgeteilt. Ja. Die Sache ist, mir wurde auch mitgeteilt, dass die Zivilisten alle daneben standen und doof zugeguckt haben, wenn ich es mal so ausdrücken kann. Ja, also es gab einige Zivilisten, die definitiv da standen. Ja, das ist richtig. Das sage ich auch nichts gegen. Die Sache ist die, der Herr Phoenix ist schreiend danach über den Platz da gehuscht und wollte allen, die da nichts zu tun haben, nichts zu suchen haben, Platzverweise ausstellen. Eine Dame unterhielt sich gerade mit Krishna und sie... Also Herr Merino, wenn gerade eine Schießerei war und ich glaube, das unterstützen leider ganz, ganz viele Leute hier im Staat. Ja. Da muss ich jetzt leider mal das von der Polizeisicht sehen, denn werden da alle weggeschickt. Und dann ist mir egal, ob eine Dame sich gerade mit dem Papst unterhält oder mit Gott höchstpersönlich, dann wird er weggeschickt, weil das ist nur noch unübersichtlich. Es waren da mehrere Personen, das haben sie selbst gesagt, es waren sehr viele und dann ist eine Situation unübersichtlich und dann sollen bitte alle Personen, die nichts damit zu tun haben, verschwinden. In dem Fall, dann rufen wir noch eine Sperrzone aus, da wird mir gesagt, dann stehen da immer noch 3 Millionen Zivilisten rum. Wenn ich Leute drauf anspreche, da war ich zu dem Zeitpunkt da, dass sie doch bitte sich entfernen wollen, was eine Sperrzone ist, wird zu mir gesagt, ach verpiss dich. Herr Merino, es geht hier darum, dass ich leider, ich sag nicht, dass das Verhalten von dem Herrn Phoenix hundertprozentig richtig war. Mhm. Ich kann nur sagen, dass momentan wir Polizisten Merino für Calais kommt. Keine Lust mehr auf Dienst haben. Standby. Wir alle ziemlich schlecht zu sprechen sind auf irgendwelche Gangs oder auf irgendwelche Leute, die meinen, uns komplett hier zu unterbuttern. Und Respekt haben die erst recht nicht. Und wenn man eine scharfe Waffe zieht, Herr Merino, prüge ich doch nicht weiter auf eine Person ein, die mich mit einer scharfen Waffe bedroht. Oder schon neben mir einen Kollegen erschossen hat. Denn prüge ich doch nicht weiter auf einen Polizisten ein, der eine scharfe Waffe in der Hand hält, Herr Merino. Sehe ich das falsch? Nein. Nur die Art und Weise, wie Seite kann ich das verstehen. Aber Sie müssen auch wissen, dass in so einer Situation die Gefühle hochkochen und dass alles angespannt ist. Und dann schreit man natürlich rum. Okay, gut. So, und ich kann auch die Zivilistenseite verstehen. Nur was ich nicht verstehe ist, dass zwei Gangs sich zusammentun, weil, wissen Sie, warum die hier waren, die Gang? Warum? Weil wohl heute im Laufe des Tages am Kokainverarbeiter schon eine Schießerei war mit den Polizisten. Dort einige Fahrzeuge beschlagnahmt wurden und die Damen und Herren ihre Fahrzeuge wieder haben wollten. Ja. Warum wurden die beschlagnahmt, wissen Sie das? Besitz wegen der Schießerei und Besitz natürlich Verdacht auf... Richtig, da war eine Schießerei am Laufen. Ja. Ja? Oh, Entschuldigung, muss gezuckt. Da war eine Schießerei. Mhm. Da wurden Personen erschossen. Ja. So, und dann kommen diese Personen zu uns im PD und wollen ihr Fahrzeug wieder haben. Ja. Die vor Ort erschossen wurden. Ja. Beziehungsweise ins Krankenhaus, also vom Spezialhelikopter abgeholt wurden. Wir sagen denen in einem vernünftigen Ton, dass wir dieses Fahrzeug mindestens einen Tag, morgen 12 Uhr wurde gesagt, das ist schon großzügig. Ich behalte das, eigentlich haben wir die Regelung, beziehungsweise eigentlich brauchen unsere Detectives, beziehungsweise unsere Spurensicherung meistens 2 Tage. Mhm. Ja. So, und es wurde morgen 12 Uhr gesagt, können die Auto abholen, weil das zur Spurensicherung alles aufgenommen werden muss. Ja. Und dann haben die hier einen Aufstand gemacht. Zu 20? 2 Gruppierungen?
Einmal Platz und einmal Syndikat. Und da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich mir einen Kopf fasse und... Ja. Ja. Bei mir. Hinten. Geh hinten die Tür raus. Nein, hat er nicht. Ist Merino. Hinten Tür raus. Ja, natürlich. Wieso nicht? Lauf da ganz schnell durch. Gut, bis gleich. Herr Phoenix? Herr Phoenix, hören Sie mich? Merino? Ja. Hören Sie mich? Ich höre Sie, ja. Hören Sie den Herrn Phoenix? Nein. Okay. Herr Phoenix, ja, ich hab's ausge... ja. Jetzt rennt er hier lang, ja. Ja. Dann schließ die Türen auf für die Frau Kelly, die kommt jetzt her, ich habe ihr Bescheid gesagt. Herr Merino? Ja. Ja, Hallöchen. Die Frau Kelly sucht sie. Ich weiß, dass die Frau Kelly mich sucht, aber irgendwie hat er. Ich möchte hier hinkommen, sie soll die Tür aufmachen. Ich ja. Die Tür. So ein krasser Straftritt. Hören Sie mich, Herr Merino? Ja, gehen Sie einmal bitte nochmal durch die Tür. Was ist denn hier los? Jetzt gehen einmal alle bitte nochmal um die Stühle alle rum. Welche Stühle? Reise nach Hiro, egal. Ach so. Im übertragenen Sinne. Ja, genau. So, so sind Sie jetzt hier, Frau Kelly? Ja, alle klar, deutlich vor mir. Frau Kelly, Sie müssen das, glaube ich, nochmal sagen. Der Fall wird heute Abend noch verhandelt, weil es viel zu gefährlich wäre, den jetzt unbestraft auf, oder den auf freien Fuß jetzt erstmal zu setzen. Und Wochen, monatelange Sicherheitsverwahrung wäre auch kein so gutes Statement. Oh Gott! Hä? Okay. Was denn? Noch einer, wuh! Unser PD schmeißt Polizisten und Justizler aus. Was? Sind da unten noch mehr? Wie viele haben sie da unten? Okay. Wie viele sind jetzt aktuell? Ich habe dem Mörder gerade gesagt, er möchte seine Verteidigungsstrategie vorbereiten. Ne? Der Herr, ja. Und Herr Krishna? Ja. Und der Herr Mueto ist dann sauer aus dem PD gegangen und sagte, sie möchten andere Wege einleiten. Da. Ja, sollen sie doch machen. Wer ist nochmal bitte? Was? Wer ist aus dem PD gegangen? Der Mueto Anwalt von dem Angeklagten. Der Anwalt und der Angeklagte ist ein Blatt. Ja. Ja. Er möchte andere Wege. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber er war sauer. Bale, kommst du mal kurz mit? Ja. Eieiei, was ein Stress hier. Schrecklich, ne? So Arbeit ist immer kacke. Ja. Ich will auch so einen Presseausweis. Eigentlich. Presseausweis. Das ist kein Presse. ich ärgere jetzt sehen. Damit. Herr Krishna, die Anna Kalle hier nochmal schnell. Wir müssen. Ja, nee, ging um was ganz anderes, Herr Krishna, keine Sorge. Wir müssen den Fall heute machen. Irgendwas mit Neid heißt er, glaube ich. Neid? Ich habe keinen Neid im FLW. Kein Neid? Ja, keine Ahnung. Ich kann meinen Namen nicht mehr, ich werde dem Mann... Herr Merino, Sie wollten noch was sagen. Wir wurden unsichtlich unterbrochen. Achso, ich wollte auf jeden Fall noch sagen, ich kann Ihre Seite natürlich auch verstehen, dass es komplett verwerflich wäre. Und ich habe auch nicht gesagt, dass der Herr Phoenix da vielleicht ganz richtig gehandelt hat. Ich kann nur sagen... Beziehungsweise, was heißt nicht ganz hin? Wie gesagt, ich kann Ihnen sagen... Der hat mich einfach weggedrückt. Ich kann Ihnen sagen, das ist, ich glaube, wenn wir unser Leben verteidigen wollen, hätten wir alle so ein bisschen reagiert. Alles verständlich, darum geht es nicht. Die Situation hätte aber niemals so eskalieren müssen. Ja, aber dann bin ich der Meinung, ist von beiden Seiten definitiv ein Fehler. Definitiv. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bitte? Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass es von beiden Seiten eskalierend gewirkt hat. Das Problem ist halt, wie gesagt, was am Ende daraus geworden ist. Ja, wie gesagt, ich stehe da ziemlich hinter meinen Kollegen. Wie es gelaufen ist, ist halt blöd gelaufen und auch definitiv nicht vernünftig. Ich weiß nicht, warum die Zivilisten weiter auf einen Polizisten einprügeln, wenn der schon einen Kollegen von denen neben ihnen erschossen hat. Das verstehe ich nicht. Das geht nicht in mein Schild. Das verstehe ich auch nicht. Weil ich
Darum geht's mir auch gar nicht. Mir geht's gar nicht darum. Sagen Sie doch ganz klar, was Sie wollen oder worum es Ihnen geht. Worum es mir geht, ist ganz einfach. Und deswegen habe ich auch die Begründung eigentlich, warum, wieso, weshalb ich die Verhandlung gerne verschieben möchte, ist halt einfach die. Ist es nicht, wie Sie selber sagen, natürlich klar, sie schießt mit einer scharfen Waffe auf jemanden und warum prügelt jemand noch auf den Polizisten ein? Alles völlig verständlich. Die andere Sache ist, diese Reaktion, die, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ausgelöst wurde durch ja, wie Sie selber sagten, wie es halt im PD zugegangen ist, immer mehr Personen auf einem Haufen. Das Schiff hat sich hochgeschaukelt im Endeffekt. Die Frage ist, ob das nicht auch von dem Herrn, der da unten in der Gefängniszelle sitzt, eigentlich auch teilweise nur durch seine Emotionen, die er nicht unter Kontrolle hat, gesteuert war. Und deswegen wollte ich eigentlich diesen Fall verschieben, einfach dementsprechend, um mehr Aussagen zu hören, weil, ganz ehrlich, ganz einfach, ich vorhin vor dem PD aufgetaucht bin und das Einzige, was ich gesehen habe, war dementsprechend, wie Polizisten mit einer MP5 in eine Menschenmenge reingerotzt hat. Wenn Sie sich auch ausgestiegen und haben Sie gedacht, unterhalten wir uns mal darüber? Nein, oder? Ich stand auf der ganz anderen Straßenseite, definitiv nicht in Schussrichtung. Haben Sie schon mal was von Querschläger gehört? Wenn ich gerade aus meinem Auto aussteige und auf einmal wird geschossen, Herr Kippe, was soll ich tun? Wieder ins Auto steigen und Gas geben. Das würde ich jedem erstmal potenziell entfernen, wenn irgendwo geschossen wird, sich von dem Ort zu... Aber wie gesagt, ich bin nicht hier, um von irgendwelchen Fehler zu suchen oder sonst was. Ich kann nur sagen, dass... Na klar hat sich das hochgeschaukelt und na klar sind die jetzt alle aggressiv und kehren, weiß ich nicht, angepisst, weil... Ich verstehe auch nicht, warum nach einer Schießerei gehören die alle ins Krankenhaus, meiner Meinung nach, und nicht hierhin ins PD. Ja. So, aber dann finde ich, da muss ich die Frau Kelley auch recht geben, so jemand auf freien Fuß zu lassen, ist einfach... Gut. Schwierig. So, und was da jetzt, also wie gesagt, mir wäre beides recht gewesen, ob wir die jetzt verschieben oder nicht. Nur, ich kann so ziemlich alle Seiten verstehen, nur... Ich stehe vollkommen hinter meinen Kollegen und definitiv bin ich dagegen, dass solche Leute auf freien Fuß rumlaufen. Und es ist nun mal so, leider, und man könnte das Argument bringen, wir sollten die Vergangenheit jetzt mal beiseite legen. Das Problem, was ich daran sehe, ist, dass sie sich in der Vergangenheit einfach viel zu viel geleistet haben. Und nach einer Schießerei, wenn man von einem Spezialheli abgeholt wird, direkt ins PD rennen und sagen, ich möchte gerne mein Auto wieder haben, ist generell eine Situation, die ich als sehr, 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 sehr kompliziert einschätze. Das ist wohl wahr. So, jetzt ruft mich Krishna an. Ja, Krishna. Ich kann die Zahlen nur lassen. So, wann geht's denn hier los, Herr Merino? Verliere meine Geduld jetzt. Ja, ich auch. Von mir aus können wir sofort loslegen. Ja, jetzt. Ja, gut, okay. Bis gleich, ciao. Also, Herr Merino, dann, wenn Sie da... Was hat Herr Krishna jetzt gesagt? Ja, er verliert seine Geduld. Und Herr Krishna, ich muss auch klipp und klar sagen. Herr Krishna hat mir jetzt gerade eben am Telefon gesagt, er hat die ganze Nachtzeit, er wird den Fall jetzt ganz in Ruhe vorbereiten. Ja, dann ist es so, dann lassen wir den Herrn Krishna gerne noch länger warten. Also, folgendes, Herr Merino, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Ich war nicht dabei. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ja. Wünschen Sie es sich nicht. Doch, wünsche ich mich. Bei solchen Situationen bin ich immer gerne dabei. Hm. Ja, gut. Dann Schanowski macht die Verhandlung fertig, dann... Aber Sie sind jetzt offensichtlich ein wenig verstutzt. Was ist los? Ja, ganz ehrlich. Wir sagen es, wir machen es. Wissen Sie, ein Herr Phoenix ist der Meinung, er gibt den Fall der Staatsanwaltschaft, hier wird kein Deal ausgehandelt. Ich sage, okay, dann verschiebe ich den Fall. Dann ist großes Palaver. Ja, dann kommt auf einmal, ja, wir verschieben den Fall doch und jetzt verschieben wir ihn wieder nicht. Ich sage Ihnen auch warum, ja. Weil mir Lage nicht bewusst war. Ich wusste bis dato gar nicht, worum es ging. Und Herr Phoenix hat mir erklärt, worum es ging. Mhm. Komischerweise war Herr Phoenix auch die Person, die auf die Menschen geschossen hat. Dass er den Fall abgehandelt haben will, ist wohl sehr schnell möglich. Ja. Herr Merino. Ja. Was ich so ein bisschen befürchte gerade ist, dass... Und ich habe das Gefühl, dass Sie sich ein bisschen auf die Seite der Zivilisten schlagen.
Mir geht es gar nicht um die Zivilisten, Miles. Mir geht es darum, dass wir hier geltendes Gesetz und Recht haben. Dementsprechend. Und es ist auch definitiv mein Recht, wenn ich sage, der Fall ist größer, dass ich sage, okay, ich verschiebe den Fall. Möchten Sie den Herrn tatsächlich jetzt auf freien Fuß setzen? Das ist Ihnen überlassen, Herr Das ist übrigens, Miles, das ist der, der mir immer diese netten Briefe schreibt auch. Was schreibt ihr Ihnen für Briefe? Ist okay. Was? Wer ist das da unten? Wer von denen? Ich muss da kurz nochmal rein. Ich sorge dafür, dass Sie gar keine Fahndung mehr haben. Herr Merino, das ist Ihre Sache, was Sie machen. Ich kann Ihnen halt nur sagen, dass die Typen da unten alle kein unbeschriebenes Datenblatt sind. Und darum geht es mir gar nicht, Miles. Mir geht's. Ich muss Merino, doch. Ja. Wenn wir. Sie haben doch so ein schönes Recht, bin ich der Meinung. Folgetäter, wie ist es mit Folgetätern, beziehungsweise mit Mehrfachtätern? Werden härter bestraft. Alles werden härter bestraft. Dann können Sie die Personen alle gerade gleich vermutlich ziemlich hart bestrafen. So, das Problem, wenn Sie eine große Fahndung anleiern wollen, dann weiß ich nicht, wie das bei der Justiz geregelt ist. Dann klären Sie das mit der Frau Calais, da bin ich überfragt. Ich kann nur erinnern an andere Situationen oder Verhandlungen, wo wir Leute vorgeladen haben, Gangs vorgeladen haben und was daraus dann gelaufen ist. Und dann gehen wir dahin zur Gang, weil ein Haftbefehl gegen die aufgestellt wurde und es kommt wieder zur Schießerei. Das sehe ich schwierig. Deshalb pass auf, wir können das so machen. Wir machen das folgendermaßen. Ihr schildert, beziehungsweise Staatsanwaltschaft und Herr Krishna schildert dem Herrn von Czarnowski den Fall. Ja, und er kann das dann immer noch vertagen. Wenn er noch nicht den Fall eindeutig sieht, ja, wenn er das nicht beurteilen kann, alles so, wenn er noch weitere Zeugenaussagen etc. braucht, dann kann der Herr von Czarnowski sagen, alles gleich vertage. Bitte laden Sie weitere Zeugen vor, Beweise in diesem Blablabla. Die Sache ist, was ich nicht verstehe, ist, also, das ist jetzt eine Frage, keine irgendwie. Es ist gerade eine frische Situation gewesen. Es ist keine Situation, die irgendwie heimlich gemacht wurde. Es sind mindestens wieder 10 Kollegen dabei gewesen. Wir hätten jetzt alles vor Ort und Sie wissen, wie es das denn ist mit Vorladung. Du, wir machen jetzt den Fall und damit ist gut und dann ist die Sache erledigt. Aber ich möchte nicht, dass Sie angepisst sind, weil das ist immer schwierig als Staatsanwalt, wenn Sie da jetzt auch mit Temperament reingehen. Herr Keppel, der ganze Abend ist dementsprechend durch die Leute im PD, die vorhin um sich geschossen haben, versaut. Ganz einfache Aussage von mir. Dementsprechend diese Situation, und das ist meine Meinung, hätte definitiv so nicht eskalieren müssen. Ja, es war eine scheiß Situation. Sagen Sie mir, wie Sie reagiert hätten. Was heißt, wie ich reagiert hätte? Ich habe komischerweise, wie ich Ihnen vorhin auch schon mitgeteilt habe, heute schon Beschwerden über einen Herrn Phoenix gehabt. Der ja. Phoenix war nicht der, der als erstes das Feuer eröffnet hat. Und zweitens, ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wie Sie reagiert hätten. Bitte. 3 Leute prügeln auf Sie ein. Was machen Sie, Herr Merino? Und jetzt eine ganz ehrliche, objektive Meinung. Bitte. Und ist das nicht eigentlich egal, wie jemand reagiert hat? Ich glaube, das ist nicht egal, weil ich finde, was Herr Merino gerade versucht zu sagen, und das finde ich auch sehr schade, ist, dass die Kollegen. Es ist natürlich immer schwierig, Scharfschuss irgendwie einzusetzen. Aber was ich noch viel schwieriger finde, ist, wenn man 3 auf, oder zu 5 oder 6 auf Leute einprügelt, auf Polizisten, der Respekt komplett eh weg ist. Wie mein Kollege das gerade angesprochen hat, wenn schon geschossen würde, wird immer noch weiter auf jemanden eingeprügelt. Und ich sage es jetzt mal so. Wenn es so gewesen wäre, der Erste wurde erschossen, die anderen nehmen die Hände hoch, rennen weg, was auch immer. Dann kann ich Ihre Sachlage komplett verstehen. Aber da die Leute immer weiter auf die Kollegen losgegangen sind, verstehe ich es nicht. Warum? Also, ich. Komischerweise, Miles ist aber nur auf einen Kollegen losgegangen worden. Nein, auf 2. Auf 2? Den Herrn Bay. Auf 2, ja. Und wie viele Kollegen standen da rum? Von Ihnen? Ja, eben, Herr Phoenix? Ja, wie viele ja. Warum? Nee. Komm, wir machen die Verhandlung, nee. Ich möchte gerne beantragen, Herr Merino aus dem Verfahren rauszuhalten, wegen Befangenheit, danke. Wegen Befangenheit? Frau Calais. Ja, auch Staatsanwalt kann befangen sein. Gut. Sie sind gerade gegen mich befangen und ich bin Teil dieses Verfahrens. Ja. Frau Calais, Ihre Entscheidung. Jetzt stacheln Sie sich wieder hoch.
Ne, ich verstehe einfach Ihr Verhalten nicht, Herr Merino. Und den Satz, den Sie vorhin gedroppt haben, den haben Sie gedroppt. Und Sie wissen es und Sie wissen, dass ich es weiß, dass Sie nichts an der Sachlage ändern können und dass Sie eigentlich keine Grundlage haben, den Fall zu verschieben. Fände ich unter aller Sau. Wenn Sie das unter aller Sau finden, ist das Ihr Problem, Herr Felix. Wenn ich sage, dass ich es so nicht gesagt habe, dann ist es gut. Aber es ist schön, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie an einem Gespräch vorbeigehen, Sachen aufschnappen und diese dementsprechend preisgeben und sagen, das war so. Da gab es nicht viel zu interpretieren. Ja. Was haben Sie denn gesagt, Herr Merino? Wenn ich wüsste, Herr Phoenix, an welchem Moment Sie an mir vorbeigegangen sind, wäre das toll. Ich war leider in einem Gespräch und habe es leider nicht mitgekriegt. Herr Schewanowski, kommen Sie mal mit rüber. Reden Sie weiter, ich wollte Sie nicht aus der Lage bringen. Und Sie als Staatsanwalt sollten sich eigentlich überlegen, ob das Richtige ist, was Sie hier gerade tun. Ja. Und Sie sollten vielleicht überlegen, eventuell auch mal Ihr Temperament etwas runterzufahren, Herr Phoenix. Nee, tut mir leid. Doch, ist leider so. Sie mögen ja mit dem Herrn Muerto gerne befreundet sein und so ich weiter. Ich bin so mit Herrn Muerto überhaupt nicht befreundet. Folgen, um da ihm Gefallen zu tun, habe ich da ein Problem mit. Ich weiß sowieso nicht, was der Herr Muerto hier überhaupt zu suchen hat. Das ist die andere Sache, die ich mich... Nein, ist er nicht, weil er ist eigentlich Mitglied der Justiz. Er darf hier gar nicht stehen. Okay, alles klar, Abfahrt. Herr Merino. Ja. Lassen Sie uns bitte einmal unter vier Augen sprechen. Ja. Sind Sie sicher? Weil der ist ja mit Krishna hier aufgetaucht. Und Krishna leitet doch die Anwaltskammer, oder nicht? Ja, aber er ist Justizangehöriger, soweit ich weiß, meines Erachtens, oder, Frau Calais? Somit, ich weiß auch nicht, was er da reißt. Somit darf er nicht mal als Rechtsbeistand theoretisch... Ja, nein, stopp, halt. Ja? Herr Muerto hat heute gekündigt. Ach so, dann ist das neu. Dann weiß ich das nicht. Herr Muerto hat heute gekündigt, ja? Hi, sei gegrüßt. Ja, steht als freier Anwalt drin. Im Ernst? Ja. Ja, er hat eine Anwaltslizenz, da muss ich, das ist so. Wer richtig. Hat ihm die denn gegeben? Die hat er schon, bevor er überhaupt gekündigt hat. Krishna Muerto und Partnerkanzlei. Ich krieg die Krise. Bin gerade in Gesprächen, sorry. Ja, alles ich weiß, wegen dem Dings, wir sind dabei. Ja, Und wie gesagt, Herr Merino, diese Aussage... Er telefoniert einen kleinen Moment, 20 Nochmal bitte, was, Herr Muerto? Wollen wir den Fall von Herrn Karl Kaiser außergerichtlich dann einigen? Weil... Ja. Ich sage jetzt einfach mal nein. Nein, okay. Da denkt man, schlimmer kann der Abend nicht werden und dann kommt so weit, ey, mein Gott. Ja, wie gesagt, ich bin dabei. Ich melde, ja, wir werden gleich fertig sein. Ja, er sitzt gleich 120 Monate. Ja, ich weiß, dass er gleich 120 Monate sitzt. Ja, deswegen bringt das Gespräch jetzt gerade nichts weiter, weil dementsprechend ich dadurch Probleme bekomme. Ja? Bis gleich. Ja, weiß ich Bescheid. Bis gleich. Tschüss. Bieten Sie ihm doch einfach an. 12.000 Dollar zahlen, Haftstrafe hat er dicke abgesessen, ab dafür. Wir brauchen uns ja eigentlich gar nicht groß drüber unterhalten. Ich hätte ihm ja vorhin auch schon einen Deal angeboten, Herr Phoenix, aber Sie haben darauf bestanden, dass es kein Deal wird. Weil der Herr mich danach weiterhin beleidigt hat, nachdem er hier inhaftiert war. Ja, und ich habe ihm gesagt, dass er zu mir dementsprechend komplett anders ist. Vielleicht hat er ein Problem mit ihrer Person. Ja, was er ich ja auch bin ein Polizeiofficer und er hat mir Respekt gegenüber zu bringen. Punkt. Das war ja bei mir genau das Gleiche. Er hat mich weiterhin beleidigt, hat gesagt, ich soll mich doch verpissen, auf den Boden gucken und denken, ich sei nicht der Beste. Und hat dann weitere schöne Wörter um sich gesprochen. Kalele hört. Frage, Sie sind doch bestimmt berechtigt, Anwaltslizenzen auszustellen, kommen? Nein, muss ich erst noch eine Fortbildung machen. Ich stelle diese Woche garantiert keine Anwaltslizenzen aus. Ich bin hier bitte so weitergeben. Und ich will auch so behandelt werden, so wie ich die Zivilisten behandle. Ja. Okay, so, Frau Kalele, 5 Minuten einmal. Ja. Herr Merino, ja. Ich möchte, dass Sie jegliche Gefühle, Emotionen komplett außen vor lassen und 100% professionell sich verhalten. Ja, Frau Kollege, es ist egal, ist trotz ob ein Herr Phoenix oder eine Schlaftablette vor Ihnen steht, das haben Sie komplett bitte auszuschalten. Das mache ich auch so. Und wir werden dieses Verfahren, beziehungsweise Sie bitte, werden jetzt dieses Verfahren nach bestem Wissen und Gewissen durchführen. Mhm. Und wenn gar nichts anderes geht, wo ich jetzt schon fast von ausgehe, wird Berufung eingelegt. Da müssen wir es sowieso. Aber ich möchte nicht, dass so ein Typ wie der Angeklagte Polizisten beleidigt, sich Polizisten gegenüber respektlos verhält und als lauter Dank jetzt wieder hier auf die Straße kommt. Ja. Das Problem ist, der Fall wäre schon längst abgearbeitet, Frau Calais.
hätte Herr Phoenix darauf nicht bestanden, dass wir kein Deal eingehen, sondern es nur zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Ja, hätte Fahrradkette. Ja. Mein Gott, jetzt muss man das Beste rausmachen und gut ist. Ne? Wir können ja brauchen jetzt nicht nach hinten gucken, wir gucken jetzt nach vorne in die Zukunft. Okay. Gut. Bitte. Ja. Bitte verhalten Sie sich so professionell wie möglich. Ich weiß, Sie können das. Schalten Sie jegliche Gefühle und Emotionen aus. Bitte. Ja. Frau Kalle. So. Wir machen die Gerichtsverhandlung. Jetzt. Ehrliche Meinung. Wollen wir das heute noch machen? Ja, jetzt. Für nix. Doch. Und wenn, Papa, wenn, Herr von Czarnowski, wenn du das Gefühl hast, dir fehlen Beweise, du kannst kein Urteil fällen, dann wird das vertagt und dann wird das ganz normal mit Vorladung etc. gemacht. Versucht es wenigstens, bitte. So vernünftig wie möglich. Genau. Jetzt. Ohne Streit. Sofort, bitte. Czarnowski, jetzt. Ja, dann brauche ich Anklagepunkte. Sind drinne. Danke, dass ihr euch so professionell verhaltet, ja? Wirklich jetzt. Sind. Ja, dann machen wir das. Ja, dann jetzt. Das ist halt sehr schwierig. Ich glaube, mein Flieger geht gleich. Unser Flieger, meinst du? Ach so. Und dann, Christian hatte mich mitgenommen. Dann wurden wir zum FIB-Tower, weil stellvertretend sprechen wollte. Muerto? Ja, bitte. Würdest du einmal, ich glaube, da vorne ist eine Tür offen. Würdest du einmal kurz gucken gehen? Ja, guck ich sofort. Kriegst du einen Anruf, wir sollten nochmal zurück. Brat Hans-Teil, ich danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen bei mir, herzlich willkommen bei Sam. Sind, sei gegrüßt. Am Wochenende Bescheid kriegen sollten. Wow. Ja. Ja, korrekt. So. Noch 5 Monate, dann sind es 120 Monate. Tja. Auf jeden Fall. Also Sam hat definitiv ein Problem mit Phoenix. Mit Bay wird es jetzt auch so sein. Czarnowski von Merino kommen. Czarnowski, Kopfschmerzen. So verstanden. Wo bleibt denn Herr Czarnowski jetzt? Hat gerade Kopfschmerzen. So, und warum wurde jetzt wieder umentschieden, dass der Fall doch jetzt gemacht wird? Entscheidung. Ja. Nicht von mir. Das wird, alles gut. Ja, das wird, ja aber das wird die Presse erfahren. Erst wird so, ja, Merino, es tut mir leid, aber erst wird so gesagt und auf einmal wird wieder umentschieden. Tweakstar, ich danke dir für dein Follow. Ein bisschen Pop. Herzlich willkommen bei mir, herzlich willkommen bei Sam. Sei gegrüßt. Machst du das alleine, Moretto, oder? Ja, Krishna ist gerade ein bisschen unterwegs. Achso. Weil der wird sich sonst komplett aufregen. Ja. Wie so einige. Ich gucke einmal kurz. Wollt ihr dann immer noch nicht stehen bleiben? Hat ist er. Dann weitergelaufen, dann ja, Czarnowski ist am Dings, ja. Herr von Czarnowski hat Kopfschmerzen und Herr Phoenix auch. Das mit dem klären, das wäre zu polizeiliche Maßnahmen. Wir können das unten in der Zelle kurz. Ja. Herr Merino? Ja. Jetzt nochmal ganz. Ja. Bitte, wirklich, ne? Also, das könnte was Großes werden, wenn wir da jetzt irgendwie Mist bauen. Da müssen wir uns jetzt echt professionell verhalten, ne? Frau Kelly, ich werde mich professionell verhalten. Ich sag's, das weiß ich. Aber soweit schon, das Ding, so wie es hier gelaufen ist, sagt Herr Moretta selber schon, geht 100% an die Presse. Und das war mein Beweggrund, dass wir das verschieben, damit wir daraus nicht uns selber ins Knie schießen. Und das werden wir jetzt gleich tun, weil wir 120 Monate festhalten. Für ich nenne es einfach mal erstmal für Kleinigkeiten. Wobei ich nicht mal den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ja, er möge auf Phoenix geschlagen haben, ja, definitiv, nur danach ist er dementsprechend mit einer Maschinenpistole niedergemäht worden. Ist das ein Widerstand? Kann man schwer definieren. Mhm. Die Sache ist die, ist es wir vielleicht, haben, aber ja. Wir müssen
müssen so ein bisschen unterscheiden. Ne? Also da wird noch weiteres auf Herrn Phoenix zukommen. Das weiß ich. Ne? Also das, da müssen wir das versuchen, so weit wie es geht, die Sachen, die gegen Herrn Phoenix sind, da rauszuhalten, weil das wird ein Extrafall werden. Verstehen Sie, wie ich meine? Ich weiß, was Sie meinen. Für mich, und das ist das Merkwürdige, ich wurde heute schon mal angerufen wegen Herrn Phoenix, weil Herr Phoenix 7 Leute Geld abgeknüpft hat. Herr Merino. Ja. Wir haben das jetzt nochmal von Herrn Bale angehört. Es war wohl so, Herr Bale, ja, es ist richtig, meine Kollegen haben nicht gerade deeskaliert gewirkt, weil es wurde am Anfang getasert, weil wer war das, Herr Bale? Der Jason Young. Der Herr Young hat einen ziemlichen Aufstand im PD genannt, hat darauf einen Platzverweis gekriegt, weil er da rumgeschrien hat, ETC im PD. Ja. Daraufhin, wenn er nicht aufhört, wurde ihm mit Taser gedroht, er wurde getasert, bis dahin noch alles vernünftig. Der Herr ist nach dem Taser direkt wieder aus dem PD gerannt, wo ich schon wieder irgendwelche Instrumenten platzen, egal. Alles gut, ja. Ja, dann hieß es, dann hat er gesagt, wenn sie mich nochmal tasern, dann verprügel ich sie, Herr Bale. Ja. Herr Bale hat ihn darauf nochmal getasert, war nicht so klug, ab dahin, den Fehler könnte man ankreiden, das werde ich aber intern besprechen. So, und dann fing es wohl an, dass 4 Leute auf den Herrn Bay einprügelt. Er hat seine scharfe Waffe gezogen und gesagt, er schießt, sobald, wenn die nicht aufhören, mit seiner MP5 scharf. Die haben weiter geprügelt, er hat Warnschüsse abgegeben, die haben weiter geprügelt und dann hat er das Magazin durchgezogen. Ich dachte aber, es wurde auf Herrn Phoenix eingeprügelt. 3 Sekunden danach, hören Sie zu, als auf den Herrn Bay eingeprügelt wurde, 2 Sekunden danach wurde auf den Herrn Phoenix eingeprügelt. So. Und Herr Phoenix hat quasi geschossen, als Herr Bale, 3 Sekunden nach den Warnschüssen hat Herr Phoenix geschossen. Auf die auf ihn. Und es haben insgesamt, waren 7 Leute, haben auf Polizisten eingeprügelt. 7. Nicht 3. So, das ist die Situation, so wie sie war. Wenn Sie jetzt andere Aussagen von anderen Kollegen bekommen, dann hätte ich die gerne auch, weil ich muss das ja natürlich dann nochmal absprechen. Herr Bay hat mir jetzt ganz ehrlich gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat mit dem Taser. Dafür wird er belangt, dafür kriegt er ein Disziplinarverfahren. Fertig. So. Ich finde es aber immer noch schwierig, wegen wenn viele Leute auf eine beim Person losgehen, sich da mit Worten oder Taser zu werden. Wie gesagt, ich sage einfach jetzt mal nur so, ich habe die erste Aussage, habe ich vorhin gehört von Herrn Rabe. 2 Minuten, Moment, gerade im Gespräch. Dass Sie sich vielleicht mal mit Herrn Rabe nochmal unterhalten. Mir ist es aber auch egal, ich muss Ihnen klipp und klar sagen, Herr Kempe, dass ich Herrn Bale eigentlich als Polizisten jetzt eigentlich immer noch sehr, sehr schätze. Und Herr Bale hat auch richtig gehandelt. Ja, das, wie gesagt, aber wenn ich Herrn Phoenix höre, auch wenn er temperamentvoll ist und sich vielleicht auch versucht, ein bisschen so seinen Standpunkt zu verteidigen, ist halt immer die Frage. Aber wenn Sie persönliche Differenzen mit ihm haben. Ich muss Ihnen klipp und klar sagen, ich habe aber das erste Mal mit ihm zu tun. Ja, aber Sie haben anscheinend schon viel gehört und ich noch gar nichts. Heute die erste Situation. Ich bin so gut wie auf dem Weg in den Urlaub. Ich sitze mit einer Popo-Hefte. Oh, die anderen hören mit. Ich rufe sie an. Der Phoenix macht seinen Job auch vernünftig. Ist halt ein wenig, wie Sie sagen, temperamentvoller. Ja. Dadurch macht er aber nicht einen schlechteren Job. Er ist halt nur, wirkt auf die meistens ein bisschen provokanter. Okay, gut. Ich würde jetzt gerne die Verhandlung erstmal machen, Kempe. Ich wollte eigentlich mit dir noch wegen was anderem reden. Ja, dann. Nee, das ist was anderes. Ich brauche Akten definitiv vom Fall Hernandez. Ja, welche willst du haben? Alle. Ja, bekommst du nicht. Nicht gegen die aktiv ermittelt wird. Du bekommst die abgeschlossen sind. Du weißt, dass er aus dem Gefängnis raus ist? Ja, weiß ich. Ohne Gerichtsverhandlung? Ja, ich weiß das. Warum? Ja, Herr Adams fragen, nicht mich. Ich weiß es nicht. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Adams, da richtest du dich an Adams, du kriegst, ich lass dir alle Akten zukommen, die geschlossen sind. Ja, gut, wunderbar. Weil es... Ja. Brauchen Sie noch Namen, genau weitere Zeugen? Dass der wieder reinkriegt. Gut. Nochmal, weitere Brauchen Zeugen? Nein, ich brauche Sie beiden als Zeugen, ich brauche Schanowski als Richter, dann kriegen wir das so durch. Okay, ja, ich hole mir schnell was zu essen und trinken, wenn ich das hier darf, und dann... Du kriegst von mir. Okay. Komm einmal kurz her. Ich komme mit. Gucken wir, dass wir es hier vor 2 Uhr über die Bühne kriegen.
Oh, du hast doch nicht viel mit. Professionell und ruhig zu bleiben, bitte. Natürlich. Super, gerne. Danke. Okay. So, Galei, danke los. Vielmals. Angenehm Abend und wollen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, ja? War alles gut, schönen Abend noch. Ja, schönen Abend noch, Frau Galei. Schönen guten Tag. Was? Guten Tag, Herr Zanowski. Wir warten dann oben. Rufen Sie am besten erst in den Bell, dann sage ich dem Bescheid, dass der runterkommen soll, ja? Ja, ich habe die Nummer. Ach, gleich. Ich klinge Sie an. So, sind die Herren dann bereit für den Gericht zu handeln? Ja, Sie müssen einmal Ihr Bluetooth anmachen. Dann kann ich ja, mein Bluetooth ist, glaube ich, an, wenn Sie das sehen. Ja, aber ich habe es verstanden. Das reicht schon. Sie kriegen den Akten, ja? Wunderbar, ich danke. Perfekt, bitte, bitte. Tschüss. Haben Sie schon eine Anwaltslizenz, Herr Moretto? Ja, habe ich. Ja, hat er. Er ist Verteidiger, alles okay. Drum. Ist er das? Ja, ist offiziell? Er. Alles offiziell, alles gut, alles toll. Okay, ich dachte, Herr Krishna ist hier. Dann trage ich das natürlich um. Okay. So. Leute, gehen Sie bitte zur rechten Seite, Herr Merino zur linken. Okay. Herr Kaiser, sind Sie da? Ja, aber der Muerto ist mein Sprachrohr. Ja. Kommen wir gleich zu. Gut. Also fangen wir erstmal an. Wir schreiben heute den 25.04. 23.19 Uhr. Gehen wir jetzt noch eine Verhandlung. Ich öffne die Verhandlung mit der Nummer 213. Ich bin Vorsitzender Richter Jürgen von Czarnowski. Die Staatsanwaltschaft ist vertreten durch Herrn Sam Merino. Der Angeklagte ist Herr Karl Kaiser, vertreten durch den Herrn Steve Muert. So. Folgendermaßen. Ich fange... Magoon, sorry, aber der Stream müsste kleiner sein. Wir fangen also damit so an. So hoch ist er nicht eingestellt. Aber gut, ich bin halt kein der Merino Partner. Erstmal seinen Sachverhalt schildert. Was denn hier vorgefallen sei. Mhm, so verstanden. Sehr geehrte Richter, sehr geehrter Verteidiger, sehr geehrter Angeklagte. Dem Angeklagten wird Folgendes vorgeworfen. Der Angeklagte soll am 25.04. Heute Abend vor dem PD angetroffen worden sein, wobei eine Sperrzone ausgerufen wurde. Es kam zu Tumulten innerhalb oder auch am PD, wobei der Angeklagte aktiv an den Tumulten beteiligt war und die Situation eskalierte. Die Situation eskalierte in dem Fall, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, auf den Polizeiofficer Phoenix eingeschlagen zu haben, welcher sich nur durch Benutzung der Waffe verteidigen konnte und der Herr festgesetzt werden konnte. Bei der Festsetzung des Angeklagten beleidigte er die Polizeiofficer Phoenix und B mehrfach, sodass hier folgender Straftatbestand vorliegt. Einmal § 1 Absatz 1 StGB Beleidigung, § 29 StGB Widerstand gegen Verstreckungsbeamte und § 6 Absatz 1 StGB Körperverletzung. Okay, danke, Herr Merino. Herr Kaiser, Sie dürfen sich gleich dazu äußern, und zwar werde ich Ihnen jeden einzelnen Paragraphen nochmal vorlesen und ich bitte, dass Sie, nicht Ihr Anwalt, sondern Sie, mir antworten mit schuldig, teilschuldig oder unschuldig. Okay, dann darf muss ich vorher noch was fragen? Das nochmal ändern. Ist selbstverständlich. Warte, Kaiser, da unterbreche ich Sie jetzt, Herr Czarnowski. Mein Mandant hat das Recht, mir das Wort zu übergeben. Ich habe mal kurz eine Frage. Die Hälfte von der ganzen Geschichte, die der Herr Merino mir erzählt hat, die ist gar nicht so vorgefallen. Ja, da dürfen Sie sich ja gleich zu äußern. Das weiß ja Herr Muerto auch alles. Also kann er das machen. Ja. Frag mich aber, was für eine Safezone ausgerufen, was für eine Sperrzone ausgerufen. Ja, dazu kommen wir gleich, Herr Kaiser. Ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Egal. Herr Muerto macht das alles. Also Herr Muerto, Sie möchten für den Herrn Kaiser sprechen, ja? Ja.
Gut. Dann haben wir den ersten Paragraphen. Und zwar ist das Paragraph 1, Absatz 1 des Strafgesetzbuches der Beleidigung. Schuldig. Paragraph 29 des Strafgesetzbuches, das ist der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Schuldig. Und Paragraph 6, Absatz 1 des Strafgesetzbuches, der Körperverletzung. Schuldig. In allen Punkten schuldig. Habe ich das in richtig verstanden? Ist richtig so. Gut. Dann, Herr Mueldo, dürfen Sie sich zu dem Sachverhalt äußern, wenn Sie noch was äußern wollen. Was soll ich dazu äußern? Die Safe Zone wurde erst danach ausgerufen. Herr Karl Kaiser hat nicht den Herrn Phoenix verletzt, sondern einen anderen Officer. Der Herr Phoenix hat erst mit dem Taser geschossen und dann auf einmal mit der MP5, aber dazu wird ja eh noch ein Fall aufkommen, weil in der Menschenmenge mit einer MP5 zu schießen geht überhaupt nicht. Aber das will ich jetzt hier auch nicht weiter erläutern. Der Phoenix hat mich ja nicht hier runter begleitet. Okay, kurze Frage in die Runde, gibt es denn noch irgendwas zu dem Sachverhalt, was wir besprechen müssen? Eigentlich eher weniger. Nein. Ja, gut, dann überspringen wir die Beweisaufnahme und kommen zum Abschlussplädoyer von Herrn Merino. Sehr geehrte Richter, sehr geehrter Angeklagter, sehr geehrter Verteidiger, da der Angeklagte sich in allen Punkten für schuldig bekannt hat, der Gesamtsituation auch geschuldet ist, würde hier natürlich die Haftzeit angerechnet werden. Das heißt also, hier würde ich aufgrund der Geschichte die Haftzeit anrechnen lassen. Wir wären bei 30 Monaten Haft. Insgesamt würde ich eine Geldstrafe von $9,000 festsetzen, um dementsprechend auch die Zeit, die der Angeklagte hier unten saß, mit anzurechnen. Kurze Frage nochmal, Merino, was wäre die Höchststrafe gewesen? Höchststrafe wären 12.000. Und 30 Monate. 9.030, ja? 9.030 Monate, wobei die Haftzeit, die U-Haftzeit okay, angerechnet also 9 wird. Und 0, okay. Mhm. Herr Meute, Ihr Angeklagter weg, möchten Sie das Wort übernehmen? Ja, ne? Ich habe erstmal das Abschlussplädoyer und dann hat mein Mandant das letzte Wort. Nein, ich meinte, ob wir fortfahren sollen, obwohl er nicht da ist. Ja, wir fahren fort, ist gar kein Thema. Dann das Abschlussplädoyer. Ich habe ja vorher alles mit ihm abgeklärt. Da mein Mandant sich in allen Anklagepunkten für schuldig sieht und dadurch auch Reue zeigt, schlage ich in diesem Fall halt vor, da er schon 120 Monate in der U-Haft sitzt, die Geldstrafe zu verfallen von den $9,000, da mein Mandant eh nur $3,000 auf dem Konto hat, sodass wir am Ende auf 120 Monate Haft kommen, die er ja durch die U-Haft schon abgesessen hat. Und somit auch freigelassen wird. Okay. Möchten Sie noch was als im Worte des Angeklagten sagen? Der hätte eh das letzte Wort abgeschlagen. Okay. Dann ziehe ich mich kurz zur Urteilsstunde zurück und melde mich gleich weg. Die Anna Kalay geht in den Feierabend. Mittwoch kommende Woche bin ich dann wieder da. So, dann eröffne ich wieder die Hauptverhandlung mit der Nummer 213. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Herr Kaiser wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Urteil hier beruft sich auf $9,000. Da Herr Mueldo ja bereits gesagt hat, dass der Herr nur $3,000 hat, wird ihm sein Konto bis auf das Existenzminimum gepfändet.
Die Reststrafe wird in Haft umgerechnet. Allerdings haben beide den Wunsch geäußert, dass die Haft bereits angerechnet wird an die U-Haft, was ich auch nachvollziehen kann. Demnach wird der Herr dann 1000 Dollar zahlen und ist dann ein freier Mann. Das Urteil ist... was? Sprechen Sie erstmal noch. Ja. Das Urteil ist rechtskräftig, kann aber binnen 3 Tagen schriftlich angefochten werden. Ja, mein Mandant saß jetzt aber schon 120 Monate. Ja. Da ist die Maximalstrafe. Es gibt keine Maximalstrafe. Die liegt bei 480 Monaten. Genau, das wäre dann 480. Aber dennoch möchte ich, dass er auf 2000 Dollar runtergestuft wird. Wie gesagt, also Herr Moreto, die letzten 1000 Dollar wollen sie ihn dann auch noch nehmen, so gesehen. Das klingt emotional gesehen, aber ja. Herr Phoenix, ist die MPD. Ja, können Sie mal eine Abfrage machen zu dem Herrn Kaiser? Taxi! Ja, genau. Die U-Haft ist gedeckelt, 60 Monate. Durch dieses Hickhack aber hier, Tasker, was war zwecks, ich möchte nicht Verhandlung, Phoenix möchte Verhandlung, Schanowski sagt Verhandlung, Kalle sagt nicht Verhandlung, Kalle 1900 Dollar. Okay. Alles klar. Ich komme gleich nochmal hoch. Also 60 Monate wären Max dementsprechend. Das heißt 60 Monate in U-Haft, ich habe 30 Monate gefordert, ja, ich möchte nicht frech wirken, aber da fehlen 900 Dollar. Der Herr 3.900 Dollar. Die haben das Urteil gesprochen mit 1.000 Dollar. Ja, das war das, was er mir mitgeteilt hat. Na gut, okay, dann soll's so sein. Ja. Ja. Wir sind durch, ja? Stellt sich mir die Frage, warum das so lange gedauert hat, aber gut. Die Frage, Herr Kaiser, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.